bei dir sehen. Bei mir steht live seit 9 Sekunden. Ja, bist du auch. Bei mir bist du auch live. Ja, optimal. Hallo Freunde! Willkommen zu meinem ersten Livestream. Ja, sehr gut. Passt alles ja, ne? Warte. Ja, sieht doch gut aus. Dann komm rein, dann kann's losgehen. Willst du eine Welt aufmachen? Mehr Spieler, ne? Über Steam beitreten? Nee, du musst hosten und spielen. Okay. Du musst hosten, ja. Neu. Ich muss mir erstmal einen Spieler erstellen. Ja, ich hab schon einen. Der hat wahrscheinlich schon wieder richtig viel Kram, ne? Ja. Jo, ich muss erstmal die Frisur anpassen. Jo, jo, jo. Ach, ist eigentlich gar nicht so wichtig, oder? Ich glaube, die kannst du nachher auch wieder noch ändern. Ich hab den jetzt einfach erstellt. So, okay, neu, kann losgehen. Was soll ich machen? Journey, Softcore, Medium oder Hardcore? Hä, warte mal. Am besten mach mal Journey, das ist das Neueste. Okay, du bist der Terraria-Profi. So, dann schalte ich auch mal den Stream bei mir. Lol, okay. Das heißt, ich drücke auf Spielen. Ja, da musst du mich gleich noch einladen, ne? Nicht vergessen. Ja, ich create mal eben gerade eine neue Welt. Was soll ich nehmen? Mit klein, mittel, groß? Ja, mach mal groß. Wir haben ja noch viel vor. Zufall, Verderben oder Purpur? Mach euch Zufall. Okay, dann los geht's. Ja, bist du ready? Ja, es lädt gerade. Ups. Es ist mir ja so ein Lego-Stein runtergefallen. Scheiße. Dann lad mich mal ein. Ja, das lädt noch. Oder kann ich dich schon einladen? Wüstifizierung steht bei mir. Ja, ich habe zwei Live-Zuschauer. Wenn du meinen Stream nebenbei live hast, dann kriege ich ja bald die drei Live. Läuft alles beim Stream? Ja, sieht ganz gut aus. Die Kamera könnte halt ein bisschen besser sein, aber das ist einfach, weil die scheiße ist. Nee, noch kannst du mich nicht einladen. Nee, es lädt noch. Aber so Qualität sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Aber gleich kannst du mich hoffentlich einladen. Ja, safe. Guckst du meinen Stream nebenbei? Das ist ja langweilig. Was ist langweilig? Hörst du mich noch? Hallo? So. Oh, was passiert jetzt? Ich habe das alles nochmal neu überarbeitet. Gibt es hier auch zufällig oder so? Hast du mich schon eingeladen? Also ich habe jetzt Steam Mehrspieler aktiviert. Oder muss ich die neu? Ja, dann. Nee, du musst mich jetzt, wenn du Shift und Tab drückst, ja, musst du bei meinem Namen dann mit Rechtsklick und dann Spiel. Ja, ich weiß nicht, wie du heißt in dem Spiel. Wie zum Spielen. Hä, du weißt, wie ich bei Steam heiße. Nee, keine Ahnung. Natürlich. Ja, guck mal in deine Freundesliste. Nicht keine Chat erstellen, lass mich einladen. Ach, als ob. Achso, du musst in die Welt erstmal rein, ne? Ja, ich dachte, so weit bist du schon. Gott ist einfach 1, 2, 3.
Ja, da kommt nie einer drauf. So. Ja, jetzt lade ich dich Und dann musst du ein. mich einladen. Aber das solltest du hinbekommen. Hast du Ja, bekommen? sehr gut. Okay. Ich hätte leider keine Ahnung mehr, wie das hier läuft. Achso, okay, doch. Zwei ist. Okay, alles klar. Axt, Ach ich. Scheiße, warte. Kann ich dir beitreten, ja. Ich fälle jetzt erstmal. Wieso habe ich denn jetzt schon Flügel? Ey. Bist du das? Okay, Passwort war 123. Sehr nice. Ja, also ich sehe dich schon. Ich glaube, du lagst bei Discord ein bisschen. Wieso hörst du mich nicht? Hörst du mich nicht? Hörst Hallo? du mich noch? Ja, ich höre dich. Ja, du lagst bei Discord ein wenig. Okay, was kann ich machen? Weil der Stream läuft echt ganz gut, wenn ich das hier so sehe. Ja, hallo, hörst du mich? Ich Ja. höre dich immer nur ein bisschen zwischendurch. Ja, also ich höre dich. Auch komplett. Ja. Jetzt zum Beispiel höre ich dich nicht wieder. Also ich höre alles und der Stream läuft auch ganz gut. Was kann ich denn machen dagegen? Ja, ich höre dich nicht. Ja, ich höre dich nicht. Warte. Guck mal auf WhatsApp. Warte, wie kann ich denn hier schreiben? Scheiße. Was soll ich jetzt bei WhatsApp gucken? Ja, das ist schön. Aber bei dir höre ich immer nur die ersten Sachen. Der Stream läuft gut, sagst du? Ja. Wenn du bei Discord mal kurz drauf gehst. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hörst du mich? Ich kann meine Empfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Nee, das liegt am Lag oder so. Es leckt ja jetzt nicht oder leckt irgendwas. Na, jetzt gerade geht es. Ja, keine Ahnung, woran das leckt sie jetzt immer noch? Na, jetzt ist okay. Ja, keine Ahnung, woran das gelegen hat. Also jetzt läuft alles noch. Jetzt gehen wir ins Spiel wieder rein. Ja, bin Jetzt ich. leckt es wieder. Echt? Als ob? Jetzt leckt's, oder was? Nur wenn du im Spiel bist, höre ich dich nicht. Nein, jetzt leckt es wieder. Ja, jetzt bist du im Spiel. Ja, jetzt leckt's. Ja, was soll ich denn da machen? Was auch, soll ich die Welt mal machen und dich einladen? Vielleicht liegt's daran. Aber jetzt höre ich dich wieder nur schlecht. Wie komme ich denn aus dem Ding wieder raus jetzt, ey? Scheiße. Dann lade ich dich ein, ne? Unten rechts auf Einstellung und dann auf Speichern und Beenden. Hörst du mich jetzt noch oder auch nicht so gut? Ja, jetzt höre ich dich wieder ganz normal. Ja, Jetzt wieder dann normal. liegt's locker am Host, weil jetzt läuft alles. Ja, ich höre es einfach jetzt. Ich lade dich dann gleich ein, ne? Hast du irgendwie einen Wunsch für ein Seed oder so? Ach, mir ist das egal. Kann man eigentlich am Ende auch sehen, wie Okay. viele Leute insgesamt den Stream geguckt haben? Ja, ganz am Ende. Nice. Okay. Dann mal los. Dann auf mehr Spieler, ne? Und dann über Steam Ja, beitreten? genau, du kannst mir wieder beitreten oder ich lade dich ein. Ja, lad mal ein. Besser ist es. Ja, die Welt wird gerade noch erstellt. Ach so. Wenn es dann wieder leckt, müssen wir was anderes machen. Dann müssen wir Minecraft spielen. Dann Minecraft. Nein, aber sollte funktionieren. Ich hoffe. Bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Macht doch übel Spaß, finde ich.
Ja, das ist ganz witzig, ne? Ja, vor allem, einfach so abends, wenn halt echt ein paar Leute sowas reinschreien, dass man mit denen so interagieren kann, das fände ich schon nice. Ja, wie zum Beispiel Rocco Live. Was ist denn hier los? Christo Hat der Pisser. dir geschrieben? Bei mir hat er nichts geschrieben, der Penner. Bei mir im Twitch-Chat. Spielen Terraria, das beste Spiel, was du nicht magst. Kannst du mal auch reinkommen? Ja, du kannst mal bei Kai zugucken. Nein, der Und dann dem soll. ein paar Tipps geben. Also Du mitspielen. als Stream-Experte. Chris Ja, der soll mag mitspielen. Terraria nicht. Der Penner. Der findet das Spiel da richtig kacke. Keine Ahnung warum. So. Ruby Beach. Beach. Wer sperrt hier wird? Freunde und das aus. Start. Achso, Passwort ist 1, 2, 3 und die 5. Ah. Ah ja. Oha, ja, Aha. Sicherheit, ne? Weißt ja. Was machst du da? An Monte angelehnt, auf die Schrauben. Okay. Sehr gut. Ich lade dich mal ein, ne? Naja, ist cool. Aber lass einen Tisch Pfeile. So, ich habe angenommen. Let's go, der Hase. Wenn du mich nicht mehr hörst und das lag, musst du Bescheid sagen, ne? Ich hoffe, jetzt geht es auch. Ja, ich habe mich eingeladen jetzt. Ah ja, perfekt. Ja, jetzt höre ich dich. Jetzt leckt es auch nicht. Ja, ich höre dich. Nein, es leckt nicht. Ich höre dich. Mann, natürlich hast du eine Axt. Jeder hat eine Axt am Anfang. Laber nicht. Ich geb dir jetzt keine Axt. Lächeln. Mit Escape. Aber dazu brauchst du erstmal Sachen. Also bei Kais Webcam wechsle ich direkt wieder den Stream. Ha, hat Chris geschrieben. Warte, ich guck dir jetzt auch nochmal an. Mann, die verdeckt ja den halben Bildschirm. Die musst du ein bisschen nach links verschieben. Ja, natürlich. Ist das dein Ernst? Das verdeckt doch alles. Oh Gott. Ja, ich glaube, das wäre besser. Chris, warte. Ja. Ja, und rechts ist gut. Ja, da kannst du lassen. Chris, sag mal, wenn du gerade meinen Stream noch guckst, bist du über Handy drin oder über PC oder so? Und sag dann mal, ob das alles ruckelfrei läuft. Dankeschön. Pass auf, ich gebe dir jetzt meine Axt wieder, ne? Aber die brauche ich dann auch nochmal. Ich habe jetzt schon ein bisschen Holz gefarmt, aber noch nicht genug. Ach so. Und lass uns mal in eine Gruppe gehen. Am besten rot. Ja, das musst du auch machen. Drückst Escape und dann auf der rechten Seite siehst du so sechs rote Farben. Und drückst auf Rot. Jetzt sehen wir uns auch, wer wo ist. PC wollte ein bisschen League spielen, läuft alles. Ja, perfekt, Oh, ich sehr habe mich gut. erstmal ein bisschen gemutet. Ja, nicht muten. Ja, mir Das ist das wurde Schlimmste, gerade was du im Stream machen geschrieben, man hört kannst. dich gar nicht mehr. Chat, eins Ja. in den Chat, der mich doch hört. Ja, Ich willst du mir bin jetzt schon vielleicht mal die Axt eindeutig. geben? Ach so, ja, warte mal. Was ist denn Finch-Stuff, eifrig? Ja, da kommt so ein Vogel. Hier ist erstmal meine Eicheln. Und da meine Axt. Danke. Ja, Chris, wenn du noch ein bisschen länger League zockst, dann wäre ich wohl irgendwann heute Nacht nochmal dabei. Ja, ich würde auch mitstreamen. Musst du nicht morgen arbeiten oder so? Naja, wo nicht? Hast du dich auch frei? Nee, ich habe morgen viel zu tun eigentlich, aber es ist halt. Echt? Ja, aber es ist halt keine Arbeit. Läuft das bei euch normal weiter alles? Ja, online, ne?
Ihr habt keine Ferien? Nö. Das ist ja immer richtig assi. Naja, dafür kriege ich ja Geld. Ach so, ja, okay. Dann gönne ich dir das. Ha. Du Gönner. Was machen wir eigentlich jetzt, außer Holz fällen? Ich habe gerade schon ein bisschen Eisen geholt. Ja, perfekt. Wir können erstmal hier direkt unsere Base aufbauen, weil hier das Spawn ist. Wenn wir sterben, dann sind Hier. wir wieder hier. Ja, hier so. Oder wo das Loch ist, direkt. Achso, ja, können wir machen. Ich baue schon mal hier so eine Holzhütte auf. Wie war denn Ich das wollte eigentlich nochmal? Stream meinen Screen. Ist von der Wand abgefallen. Chris, dein Ernst? Dann klebt ihr einfach wieder an. Oder weiß ich nicht. Wie Mach baut man halt noch? wie Kai. Ohne Greenscreen. Wahrscheinlich baue ich mir einen Greenscreen auf. Woher? Du hast doch mal einen gehabt. Ja, warum soll ich mir hier einen Greenscreen hinbauen? Weißt du noch das Video, wo du einfach vor deinem Greenscreen gelaufen bist und dann Minecraft im Hintergrund eingefügt hast? Das war cool, ne? Ja, das war richtig cool. Das habe ich random nachts um 2 freigeschaltet und es hat direkt jemand kommentiert, was das für ein Nein, Scheiß das fanden die alle cool, die wäre. Leute. Nein, das war richtig dumm. Nein, die fanden das safe cool. Kannst du mir mal kurz Also sagen, ich wie ich fand's auf diese jeden Fall Holzdinger cool. basteln kann? Ja, die hast du doch schon. Wenn du Ja. Holz fällst, hast du die Holzblöcke. Aber wie setze ich die? Mit rechts? Ach nee, mit Dann die links. wählst du aus und dann setzt du die. Hast du noch nie Terraria gespielt? Ja, das Sag ist schon mal. wieder Ewigkeiten her. Ja, aber jetzt hat sich nichts verändert. Ja, ich weiß das nicht mehr. Chris, wenn du League streamst, gucke ich zwischendurch mal rein bei dir. Und sehe, was du da machst. Und wie du hart auf den Sack bekommst. Ups. Wie kann ich denn eine Tür bauen? Nach einer Werkbank, ne? Da muss ich aber nur zu Ja. der Werkbank hingehen, ne? Genau. Hast du eine Werkbank? Ich habe eine platziert. Ja, das ist schon gut. So, was ist denn Holzwand und Dreck? Ach so, okay, nee, schon gut. Holzwand musst du. Ja, nee, ich habe gerade gedacht, das wäre das Gleiche. Nee. Morgen streamt Chris League of Legends. Aber eine Wand brauchen wir auch, ne? Ja, wir brauchen Wände, damit da irgendwelche Leute einziehen. Ja, optimal. Und guten Abend, Gotz84. Was muss denn da noch Er rein schreibt eigentlich? Hi. Da muss also ein Tisch und ein Stuhl oder so, ne? Ja, genau, aber die Räume müssen groß genug sein. Was heißt denn Als ich groß? letztens mit Muddy gespielt habe, ist keiner eingezogen, weil die Räume. Was heißt denn groß genug? Ja. Keine Ahnung. Das hat alles Muddy gemacht. Ja, sonst würde ich Aber auch jetzt. erst nach 3 Stunden googeln hat er es herausgefunden. Wie man so einen Raum baut, oder was? Ja, wie man so einen Raum baut. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung von. Deswegen, wir haben die ganze Zeit gedacht, man kommt mal so ein Typ hier und zieht bei uns ein, aber wollte nie einer. Wie macht man denn nochmal diese Treppen? Kennt ihr auch nicht? Nee, wir kennen uns auch nicht aus. Also vor allem Kai nicht, der andere. Der meint, er hätte das Spiel schon mal gespielt, aber er weiß nicht mal, wie man Holz irgendwie hinsetzt oder platziert. Also nein, er kennt das Spiel nicht. So, jetzt baue ich noch mal uns gerade einen Kellereingang. Ja, hast du erstmal Räume gebaut? Ja, ein. Da soll ich noch, soll ich mich wieder um? Ich bin eher so der Farmer als der Bauer. Wer war das? Dann farm so ein bisschen, dann komme ich noch mal hoch und baue was. Wie kann ich denn die Holzwand abreißen? Also mit der Spitzhacke. Ja, Bäume mit der Axt, ne? Ja, es war die Spitzhacke. Also ich baue jetzt einfach ein paar Räume, ne? Ja, 2, 3 reicht am Anfang auf jeden Fall.
Also du bist einer, der dann viel zu viel Zeit hat. Viel zu viel. Kennst du Terraria? Krass, 1000 Spielstunden. Heftig. Ich habe 25. Und ich weiß nicht, wo ich die hergekommen habe. Wie viel habe ich denn? Sehe ich das hier irgendwo? Holzklappe. Eine Holzklappe war noch nach. 102. Eine Scheiße. Holzklappe war nach oben weg, ne? Ja, da kannst du quasi durchfallen, sozusagen. Als ob du nur. 1000 Spielstunden ist schon Als krass. ob du nur 102 Spielstunden hast. Ja, habe ich. Safe mehr. Auf einem anderen Account oder so. Ich habe noch nicht alles gesehen, also bei weitem nicht alles. Mit Madin habe ich bis zu Skeleton Prime. Oh, hier ist ein Gnom. Okay, er ist tot. Schon ein bisschen traurig irgendwie. Wie sieht das aus mit dem Haus? Ja, ist fertig. Du musst auch Licht reinstellen und so, ne? Ja, habe ich alles. Bin ja ein guter Farmer. Ja, das hoffe ich. Hier der, wie heißt denn der Sonst zieht da auch Erste? keiner ein. Brandon, der ist gerade eingezogen, glaube ich. Echt? Nein, das ist der Guide. Ja, aber der ist jetzt im Haus drin und der erzählt Wie, der irgendwas. ist im Haus drin. Ja, Der soll nicht ins der ist im Haus. Haus, der Der wohnt. Der stinkt. locker, Der soll nicht ins der Haus. wohnt jetzt bestimmt Nein, der hier. stinkt. Soll ich ihn vergraulen? Wir Fragen haben. Oh, danke, Scotts. Das hört sich sehr gut an. Wie macht man Leitern, ist meine erste Frage. Was Hardmode ist, das wissen wir. Da Was? haben wir vorhin schon mal nachgeguckt. Das ist hier, glaube ich, gerade nicht Hardmode. Meine Oder erste so. Frage ist, wie man Leitern craftet. Ja, Scott. Sonst kannst du auch kurz bei Huckleberry 10 in den Stream reingehen. Ne, 19 Ich Cent. glaube, der braucht ein bisschen mehr von deiner Hilfe. Ach Da so. kannst du bei ihm mal in den Chat gehen. Ich glaube, der wäre dir auch sehr dankbar. Ich lese den Chat aber nicht gerade. Weil ich gerade hier am Ja, Werkeln dann mach ihn auf, weil ich bin. glaube, der kann dir echt viel erklären. Ja, Der ich. Bei mir hat nur Oh, Chris shit. reingeschrieben. Ja, Ups. diese Augen greifen an. Danke, Scott, für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Das hat gerade mega übersteuert. Es wurde gerade dreimal Thüringer Klöße gespielt. Ich glaube, Sollte so auch nicht kommen. ich habe noch keine Alerts, glaube ich. Die muss ich noch machen. Ja. Also Scott ist jetzt wahrscheinlich bei dir im Chat. Und dann Jo, er kann hat der dir geschrieben: Hi, erklären, ich wie bin man da. weiterbaut. Moin, na, alles klar bei dir? Wie läuft's? Hä? Ja, jetzt kannst du ihn mal fragen, wie man Leiter baut. Ja, ich brauche tatsächlich eine Leiter, dass man hier aufs Dach gehen kann, dass die Leute, die hier wohnen, auch hochgehen können. Also ich denke mal, bei 1000 Spielstunden kann der dir auf jeden Fall erklären, wie eine Leiter geht. Sonst wäre ich etwas enttäuscht. Von dem guten Scotts. Er schreibt alles gut. Ich muss gerade mal den Chat hier rüberziehen. Goldkiste. Jetzt habe ich den Chat hier verbaut, ey. Mist. Scheiße. Hä? Wo ist denn jetzt der Chat geblieben? Ah, jetzt. Soll ich nochmal gucken? Ach so, ja, okay, gut. So, jetzt habe ich es, glaube ich. Wenn ich das jetzt noch dahin Jetzt hast bastel. du es. Jo, jetzt müsste es eigentlich passen. Hoffe ich. Ich hoffe. Es gibt ja auch verschiedene Leitern, die man bauen kann, ne? Aus ganz verschiedenen Materialien. Ja, ich würde halt gerne einfach eine Leiter haben, dass man hier aufs Dach gehen kann. Damit ich das nächste Haus halt hier bauen kann. Was hat denn der eigentlich für eine Range? Hier der Charakter.
Range. Ja, ich kann einfach hier im Haus so nach oben, also oben wegbauen. Ach so, ja, das ist krass, ja. Es gibt später auch Items, die das nochmal verlängern, die Range, wie du bauen kannst. Willst du auf unser Haus noch ein Dach bauen? Ich glaube, es gibt gar keine Leitern mehr, weil wir haben noch diese Flügel jetzt. Da braucht man gar keine Leitern, oder nicht? Doch, bauen wir mal Leitern. Der Scott erklärt dir, glaube ich, wie das geht. Hat er schon was geschrieben? Er meinte nur, mach dich bereit auf einen Satz Massaker, der im Journey-Modus. Wo bist du eigentlich schon wieder? Ja, ich hole uns gerade echt gute Sachen aus dem Boden raus. Alles klar. Ich lauf hier gerade durch die Höhle und so. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Fackel und einer Petroleumfackel? Keine Ahnung. Ich hatte auch immer nur normale Fackeln. Reicht, ne? Vielleicht sind die heller oder so. Sonst frag unseren Guide, Scott. So. Mein Vogel greift gerade draußen die Monster an. Soll ich hier so ein Treppenhaus reinbauen oder was? Ich komm gleich mal wieder hoch. Ich habe keine Ahnung, was du da machst für eine Scheiße. Was Ja, ist denn für ein Treppenhaus? hier in die Mitte. Treppenhaus? Bau doch erstmal ein paar Räume für die Leute, dass die einziehen können. Ja, hab ich doch. Und der Brandon, der wohnt jetzt safe bei uns im Haus hier. Ja, okay. Tapfer machen. Wäre halt nice, wenn bald Händler einziehen würde. Also ein Wir uns Stuhl. ein paar Sachen kaufen können. Achso, die Fackel Stuhl, ist. Tisch und ich glaube Licht oder so. Also er meinte, es gibt nur Seile als Leitern in der Journey. Und die Fackel sieht einfach nur schön aus. Ah, okay. Echt gut, Es wenn keine man. Leitern gibt hier. Echt gut, wenn man so Okay, einen kleinen krass. Profi dabei hat. Muss noch Ich habe zwei jetzt einfach Türen. Journey eingestellt, weil man da die ganzen neuen Sachen hat. Also glaube ich zumindest. Das war ja das letzte größere Update, was jetzt bei Terraria rauskam. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt ein paar Mal Terraria spielen, um mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Das hört sich gut an. Ja, also abends 18 Uhr immer einschalten. Nein, ich habe keine Zeit für. So ein Quatsch. Das finde ich auch Abends cringe. 18 Uhr. Man streamt, wenn man Bock hat. Punkt. So, und dann eine Fackel platzieren. Lebenskristall. Und kein Platz mehr. Bring dir gleich mal ganz cooles Zeug mit. Ja, würde mich freuen. Auch für... Das kann ich gar nicht craften. Oh, scheiße, ja. Okay, ich bring dir Ach später so, aber cooles es gibt Zeug mit. übrigens keine Leitern, es gibt nur Seile. Ja, ich habe das gehört. Aber Nee, ich ich wusste, es ist meine, dann keine Seile. generell gibt es nur Ja, Leitern, weil... nur Seile. Es gibt doch Leitern bei Terraria. Keine Ahnung, ich spiele das nicht so. Es gibt keine Leitern. Wir müssen auf jeden Fall mal ein paar Seile hier platzieren. Ich meine, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht keine Leiter gibt bei Terraria, aber normalerweise hat jedes Crafting-Survival-Spiel irgendwelche Leitern. Jo, wenn es Seile gibt und keine Leitern? Oh, shit. Ja, keine Ahnung.
So, auf jeden Fall die Überraschung des Tages für mich. Wie lange dauert denn das jetzt nochmal, bis hier jemand einzieht? Eigentlich nicht so lange. Hauptsache halt, die Räume sind groß genug und es ist alles drin, was drin sein muss. Scots84 hat Ach so, geschrieben, die. schlechtestes Spiel, es gibt keine Leitern. Ja, ist doch so. Halt echt, no joke. Jedes gute Spiel muss Leitern haben. Jedes gute Spiel. Ich werde erstmal den Kundensupport anschreiben. Ja, ich schreibe gleich bei Steam auf die Review-Seite von Terraria. Negativ, weil keine Leitern. Würde ich echt machen. Ja. Ich bin auch echt persönlich sehr enttäuscht Ich jetzt bin echt irgendwie. gerade ein bisschen angegriffen. Kennst du noch die Hake 3000? Nein, Heißt die so? das ist die Superhake 3000, glaube ich. Die Du meinst die, Superhake alles immer, 3000, die ja. alles wegreißen konnte, ne? Ich glaube, dass die Ja, hieß die ja. Die hätte ich ja auch gerne. Also man muss jetzt nur einen Stuhl und einen Tisch reinstellen, ne? Nochmal, um das klarzustellen. Ein Stuhl, ein Tisch und irgendwas, was leuchtet. Ja gut, habe ich. Und der Raum muss, glaube ich, auch groß genug sein und auch abgeschlossen sein. Also quasi mit zwei Türen. Und Wände. Was Ganz heißt wichtig, denn zwei Wände. Türen? Weil ich habe Ja, oder jetzt, halt, wenn es. wenn es ein Raum ist, reicht doch auch eine Tür, oder nicht? Ja, oder halt nach. Wenn das der Raum nach hinten raus ist, dann ist es halt mit einer Tür vorne. Na gut, dann passt das ja. Aber du musst mal den Scotts fragen, ob der Raum groß genug ist. Ach so, guck mal, er hat geschrieben, du darfst nicht in der Nähe des Hauses sein. Sonst ziehen keine ein und du musst Sachen erfüllen für NPCs. Zum Beispiel für Händler brauchst du 51 Silbermünzen, der als einziehen soll. Aber wir müssen halt Sachen machen. Ich habe halt nur 2 Silbermünzen. Wie viel hast du? Ich habe schon ein Gold und 20 Silber. Wir brauchen also 50 Silbermünzen. Aber das weiß der Scott alles, ja? Das weiß er sofort. Heftig, dieser Typ, heftig. Vom Slime angegriffen. Journey ist echt einfach. Mein Vogel macht die einfach alle tot. Ja, den kannst du aber auch wegschmeißen, ne, den Vogel. Es gibt halt verschiedene Stäbe und Also Ausrüstungssachen der später. Raum, die Räume, die ich gebaut habe, sind anscheinend zu groß. Aber ist gut. Groß, okay. Aber egal, lieber zu groß als zu klein. So, jetzt baue ich noch oben einen Ausgang rein, dann habe ich soweit erstmal das hier erledigt. Hast du jetzt alles aus Holz gebaut? Ja, soll ich das noch Stein machen oder was? Nee, ist schon okay. Oh, Gilbert! Unser erster NPC, der nicht stinkt. Ich brauche mal unter unserer Hütte ein bisschen Fackeln an die Wand. Dann können wir vielleicht noch einen Keller reinbauen oder so. Ja, so ein Partykeller. Ach, Gilbert ist dieser Alte, ne? Ist wahrscheinlich der Händler irgendwie oder so, ne? Ja. Sieht doch so aus wie so ein Händler. Ich will mal gucken, hier kann man noch was mit Zäunen bauen. Also Zäune gibt's, meine ich. Ja, genau. Ich will nur gucken, wie man die platziert. Die habe ich dann irgendwo schon mal gesehen. Beziehungsweise ich will gucken, was wir bringen. So, will ich das erstmal lassen. Aber wenn die Räume zu groß sind, dann kannst du vielleicht die noch mal teilen oder so. Wir können übrigens auch Duplikaten herstellen, hat er gerade geschrieben. Die Karte. Von was jetzt? Von Gegenständen? Was können wir Oder duplizieren? Oder Blöcken Duplikaten? oder. Oder meinst du Dubladen? Höhö. Also wir haben jetzt, ich baue jetzt noch, warte mal, das und das. So. Und den noch. So, ich baue jetzt noch 2 Räume fertig. Vielleicht haben wir dann Glück, wenn wir unterwegs sind, dass wir noch welche einziehen.
Das wäre sehr gut. So. Jo. Will der Händler auch mal hier ins Haus einziehen oder will der nur stehen bleiben? Er steht gleich draußen und wird vom ersten Zombie gekillt. Oh, die Krankenschwester. Jo. Jetzt ziehen sie alle ein. Jetzt kommen sie. Hey, jetzt kommen sie alle, ja. Ich stelle jetzt gerade mal ein Lager voll in unseren Garten. Oh, Lager brauchen wir auch. Ich Was? habe schon wieder viel zu viele Sachen. Eine mit Truhen und so. Und ich habe Pilze. Ja. Ich habe auch 5 Truhen noch dabei. Die gebe ich dir gleich mal. Du klingst wie ein Jonas. Wie Justus Jonas. Ja, cool. Also Lagerfeuer macht, dass wir uns schneller heilen. Und unter jedem Item steht, du brauchst das 100 Mal oder so, dass du das duplizieren kannst. 100 Mal das Item. Ist jetzt ein Beispiel, glaube ich, nur gewesen. Ja, okay, dann wahrscheinlich nur Blöcke oder so. Wo bist du eigentlich abgetaucht? Ich bin ganz weit weg. Ach, hier in diesem Baum. Aber dafür gibt es ja auch coole Sachen. Bist du in diesem Baum hier? Oder was? Ja, da geht's ganz tief runter. Ist das ein Dungeon? Oder hast du das Loch selber Da gebuddelt? war vorhin so ein Zwerg. Aber der ist dann weg gewesen Hier ist und. eine Kiste, die kann ich doch auch einfach abbauen, ne? Ja, bau die ruhig mal ab. Ich glaube, auf der einen Seite war ich noch nicht. Soll ich mich ums Haus kümmern und du um die. Ja, du kannst auch. Achso, Aaron, Kannst auch hier was farmen. alles kann man duplizieren. Nicht nur die Blöcke, das kommt von der Journey. Ach, alles sogar. Das heißt, wenn man 100 Schwerter hätte zum Beispiel, kann man die nochmal duplizieren. Das wäre richtig OP. Ist das eigentlich gerade Easy Mode oder so? Ja, das ist das Und Einfachste. dieser komische Vogel, Es ist wohl das der Einfachste. einfach alles killt. Ach so, ja, toll. Das Aber für ist. uns Noobs genau das Richtige. Zum Reinkommen echt entspannt. Kann man ja hier mal ein paar Runden gamen. Ja, auf jeden Fall. Du sollst halt in das Inventar gucken und das Item angucken, was du verdoppeln willst. So. Ja. Der Torak, der Sprengmeister, ja Sprengmeister. moin. Aber warum sind die nicht im Haus? Warum laufen die vor der Tür rum? Guck mal, die stehen alle draußen vor Also der Tür. das Haus hat Türen. Ja. Also meiner Meinung Okay. nach können die auch rein. Ja, keine Ahnung. Sehr strange, die Leute. Ich glaube, die will ich nicht bei mir wohnen Der haben. Sprengmeister hat gerade Anstalten gemacht, da reinzukommen, aber geht doch nicht. Ich hole jetzt mal unten alles aus, ne? Ja, mach mal, Für den der Keller. Sprengmeister. Pyro ist nicht illegal. So, der Händler ist jetzt im Haus drin. Ja, das ist schon mal gut. Und der Brandon sitzt auf dem Stuhl. Echt? Der sitzt auf dem Stuhl. Ja. Der chillt da einfach. Soll ich mal kurz einen Spoiler sagen? Die meisten NPCs können nicht in ihr Haus. Wieso nicht? Wieso können die da nicht rein? Weißt du das zufällig? Vielleicht haben die Klaustrophobie. Achso, die können nicht 10 Meter hoch springen. Ach, die können in ihren Raum nicht rein. Okay, wie kann man das denn, wie kann man das machen? Muss ich da diese Zwischenplatten reinbauen dann? Wahrscheinlich, ne? Ja, so eine Leiter wäre ganz gut, ne? Die gibt's ja nicht.
Ach ja, stimmt. Kackspiel. Ich baue einfach hier so Zwischenpfosten rein. Wie hoch kann denn so ein NPC springen? Aber ich glaube, wir müssen uns beilen, weil irgendwann laufen die NPCs wieder weg. Naja, Meine ist ich auch. zumindest, dass die nach einer Zeit wieder ausziehen. Als ob die wieder weglaufen. Ja, irgendwann sind die einfach weg. Und dann kommen wieder neue, also die wechseln sich ab. Achso, die teleportieren sich Wenn die dann da. dahin, wenn wir weg sind. Die laufen einfach weg. Nein, die Aber wenn da eine. teleportieren sich in ihre Echt? Räume, hat der gerade geschrieben. Achso. Das kann sein, ja. Ich dachte, wenn die in Rente gehen oder keine Ahnung, dann kommt der nächste Händler. Wenn die in Rente gehen, dann kommt so ein Jungspund, der keinen Bart mehr hat wahrscheinlich. Ah, guck mal, die Krankenschwester ist jetzt im Haus drin. Ja, sehr schön. Die hätte bestimmt nur Angst, weil ich hier rumgelaufen bin. Ja, da hätte ich auch. Oh, shit! Okay. Soll ich den Keller aus Stein machen oder aus Holz? Machen wir aus Stein. Schöner Hast du Steinkeller. zufällig Steine? Weil ich habe keine. Ich habe jede Menge. Aber ich Ja. loot gerade auch mal hier ordentlich. Ja, mach ruhig. Ich habe Dynamit gefunden. Und Dynamit ist immer keine gute Idee. Dachte, Also Pyro ist nicht illegal. in deinen Händen. Ach Pyrotech. ja. Pyro ist nicht illegal. Alles klar, weiß ich Bescheid. So. Ja, ich bringe mir gute Sachen mit. Gute Sachen. Dann können wir in den Nur Keller der gute Stein. wegspringen. Also in den Keller kommen nur Lagertruhen rein oder auch Räume und Wohnungen? Ich mache erstmal nur Lagersachen. Dann können wir können das Haus ja noch ein bisschen breiter ziehen. Also ich habe jetzt rechts das Lagerfeuer und den Zaun gebaut. Ich weiß noch nicht, was der Zaun bringt. Achso, Aaron, die NPCs, die ziehen übrigens nicht aus, die sterben, wenn wir sie von den Gegnern nicht beschützen. Ach, die sterben. Ups. Ich würde sagen, rechts ist dann das Haus vorbei. Ich weiß halt nicht, was der Zaun bringt, aber passt schon. Und dann nach links können wir das Haus noch ein bisschen größer bauen. Ja, das klingt doch gut. Okay, ich komme mal hoch und sehe mir den Scheiß an, den du gemacht hast. Was ist denn hier los? Dumme, oh nein. Oh, war schick. Scott, weißt du Doch, zufällig, sehr wofür schön, die sehr Zäune da schön. sind? Das wäre noch cool. Aaron, du kannst schon mal hier runterkommen und die Truhen platzieren und so. Pass auf, ich gebe dir erstmal ein paar Sachen. Hast du Platz im Inventar? Ja. Erstmal bekommst du das hier. Dann bekommst du das und Achso, das Zäune sind und also nur für den das. Style da. Ist das ein Das und Herzkristall? das. Ja. Und das bekommst du und den Regenschirm bekommst du Guck und mal, hier steht jetzt, den. Aaron, hier steht jetzt bei Herzkristall, erhöht die maximale Lebenspunkte um 20, Research 10 more to unlock duplication. Und wie kann ich den nochmal Achso. verwenden, den Herzkristall? In der Hand halten und dann. Oder einfach Achso, okay. nehmen und drücken. Ja. Dann bekommst du noch Wurfmesser und Wir müssen jetzt aber Bomben. gucken, dass die alle hier mal reinkommen, ne, ins Haus. Und du bekommst noch so ein Band. Und Wiederbelebungstränke. Und Granaten. Oh, Vorsicht, ich habe die geworfen, glaube ich. Puff. Ups. Granaten. Ich soll jetzt zu einem NPC gehen und den rechts klicken. Okay, ich versuche. Ich gehe zu dem Bombenleger. Gehen die NPCs. Achso, die gehen nachts rein. Okay, alles klar. Warte, ich gebe dir noch Geld. Hier, kauf dir was nettes, Junge. Kauf dir ein Eis oder so. Also ich kann mit denen jetzt handeln, mit denen. Den NPCs. Was bringt denn die Krankenschwester? Achso, heilen. Ja, halt, ich glaube ich einfach nur. Ich verschenke kein Happy End, sagt sie. Ah ja. Schade. Da weiß ich Bescheid. Kann die gleich wieder ausziehen. Oder sich ausziehen. Du musst mal auch zu den hingehen oder auf Happiness drücken.
I dislike the number of people here for safety reasons, of course. Red hier Englisch? Ja, manche Sachen sind Englisch. Meint ihr damit, dass hier noch mehr Leute einziehen sollen, oder was? Es sind jetzt 3 Leute da, ne? Ja, mit dem Brand oder wie er heißt, 4, ne? Ja, okay, der zählt ja nicht. Hast du noch Holz? Ja, der zählt ja nicht. Ja. Hier, ich geb dir mal alles, warte. Aber erst baue ich nochmal kurz. Ja, weil, ey, wir haben ja im Keller eine goldene Truhe stehen. Jo. Ich baue hier oben erst noch ein paar Sachen hin, ne? Ein Amboss zum Beispiel. Ja, lass dafür mal einen extra Raum. Ja, oder mach da, ist egal. Ein extra Raum. Ja, nee, ist egal. Und ein Ofen. Wir müssen noch einen Raum fertig bauen. Mach mal. Ich habe kein Holz mehr. Ja, komm her, ich habe 700 Holz. 700? Ja. Achso, das Wichtigste. Das kommt noch aufs Dach. Warte. Und zwar ist das natürlich der gute Wetterhahn. Ey, der da muss... habe ich 4 Eisen für ausgegeben. So ein Scheiß. Also Aaron, pass auf. Wir müssen gucken, ja, dass die Leute happy sind, dann machen die bessere Preise. So. Ja, dass die happy sind, ist, glaube ich, dann deine Aufgabe. Bei Gilbert zum Beispiel. Den kannst du mal schön. Du kannst mir erstmal Holz geben. Ja, komm runter. Hier, nimm mal. Die sind doch jetzt irgendwie alle hier drin, ne? Ja. Ist ja auch mega windig draußen. Er sagt, I'm a free spirit. I dislike so many people being close to me. Aber er hängt hier in dem Haus rum. Da ist ein Stern runtergekommen. Ja. Auf unserem Dach. Ach, auf unserem Dach ist einfach eine Eule. Ja, das Dach ist noch nicht fertig. Ja, aber die sitzt da einfach. Guck mal, wie cool. Deine Aufgabe. Ja, bau die mal ein. Jo, hab ich. Shit verbaut. Scheiß Eule. Also meistens wollen die auch in andere Gebiete, die Leute. Das heißt, wir müssen für die noch ein bisschen was basteln. Andere Gebiete. Ja. Sollen sie machen, ne? Ja, wir zwingen die ja nicht hier zu bleiben. Nee. Scheiße. Ja, jetzt habe ich hier ein bisschen Sachen verschwendet. Komm mal kurz hoch. Wo ist eigentlich die ganzen Monster hin? Ich meine, es ist nachts und irgendwie... Vielleicht wegen des Feuers. Hier ist nichts. Warum nicht? Die Eule stirbt, glaube ich, gleich. Haben wir irgendwas falsch eingestellt? Was hast du eigentlich hier hingesetzt? Das ist eine Toilette. Zählt dir eigentlich als oh. Stuhl? Vielleicht, nee, keine Ahnung. Direkt nebenan des Spawns übrigens die Corruption Zone. Was ist das? Da kommen die bösen Viecher raus. Und dann? Ja. Ach, kann da ist jetzt ein Zombie. Kann man die auch irgendwie einnehmen? Nee. Aber dann müssen wir später die komischen Altäre zerstören. Hm. Ich habe noch was für dich.
Und zwar schenke ich dir erstmal einen Stuhl oder so einen Hocker. Den kannst du rechts in deine Leiste packen. Bei Ausrüstung und so. Ja, und Und dann? dann kannst du quasi auf so einen Hocker stellen, dann kannst du ein Ding höher bauen. Kannst mal versuchen. Warte, was? Hast du gemacht? Der Hocker? Den rechts in die Lebendes, Leiste bei meinst du Ausrüstung. lebendes Holzstuhl? Also. Ja. Und dann wohin? Und nach oben. Was? Nach oben, also die Pfeiltaste. Pfeiltaste nach oben. Ja, passiert nichts. Passiert da was? Nee. Du hast es ganz rechts bei Ausrüstung. Das Grüne jetzt hier, oder was? Ja, pack das da mal rein. Geht nicht. Ja, klar geht das. Nein, das geht nicht. Kannst nicht da reinstellen. Ach so, warte mal. Hä, echt nicht? Nein. Das ging aber mal. Auf jeden Fall kannst du dich draufstellen, dann kannst du höher bauen. Eigentlich. Oder so ähnlich. Also jetzt gerade geht's nicht. Ja, musst du ausprobieren, musst du ausprobieren. Ach so, ich habe wohl den falschen Stuhl genommen. Warte. Ist noch neu. Ach, diesen Hocker. Ah, okay. Jo. Rast Lost. aus. Lost. Okay. Ja, mach mal. Habe ich, jetzt geht's. Ja, versuch mal. Also macht ihr mehrere Dörfer und wenn alle happy mit in einem bestimmten Gebiet sind, dann verkaufen sie einen Kristall und wenn man andere Kristalle aus anderen Gebieten hat, dann kann man sich teleporten. Okay. Hast du gehört? Optimal, würde ich sagen. Ja, aber bis wir da hinkommen, dauert erstmal. Ja, erstmal müssen wir jetzt zusehen, dass wir hier noch ein paar Geschäftsmänner ranholen. Bist du eigentlich ein Geschäftsmann, Aaron? Geschäftsmann? Nee, wieso? Nee. Okay. Du bist doch hier der BWLer. Ja. Richtig. Ja, deswegen vertraue ich dir auch mein Geld nicht an. Es gibt einen Zoo-Ogolist. Jetzt haben wir Zeit für Ja, diesen was macht scheiß er? Eulen. Na, ein Zoo-Ogolist, da kann man wahrscheinlich Tiere Ja, da ist noch eine kaufen, Eule hier drin. oder? Würde ich sagen, ne? Oder was meinst du? Da kann man bestimmt Tiere kaufen. Vielleicht. Ja, oder. Was? Brauchst du welche Sachen? Hier, nimm den Trank mal. Oder du kannst ja auch hier raus was bauen. Eisen und Kupfer. Und ich habe noch Wolfgang. Wolfgang, pass auf. Hier. So, jetzt müsste eigentlich hier bald mal jemand reinkommen. Die Eulen sind auch schon ein bisschen nervig, ne? Eigentlich können wir auch direkt hier unten im Also Keller. bei den Zoologolis kann man Hund, Katze und Hase, aber nur einmal, dann lebt der bei euch. Also bei uns. Ja, das ist cool. Wollen wir ein Tier kaufen? Ja, auf jeden Fall. Ich lasse erstmal den Goldfisch rein. Der wird ja ganz nass draußen. Was für ein Goldfisch. Draußen rennt ein Goldfisch rum. Ich soll auf Inventar gehen. Geschäft. Tju, was hat der denn alles hier? Sichel. Fliegennetz. 5 Kupfer für Holzpfeil. Ist das gut? Nein, ich habe mein ganzes Geld für Leuchtstäbe ausgegeben. Kein guter Deal. Die sollen mal hier oben in ihren Räumen wohnen, die Leute. Nicht hier unten. Plaudern.
Das Ja, wahrscheinlich Buch kommen die da nicht hoch, neben dem weil das viel Mülleimer. zu steil ist. Ach so, guck mal hier, Aaron. Ich habe hier was Cooles. Ich habe einen Kräuterbeutel. Möchtest du die haben? Sonst gebe ich die einfach dem Hier, Ding. der Händler möchte im Wald leben, der Sprengmeister möchte im Untergrund leben. Dann sollten wir vielleicht im Untergrund eine Hütte für den bauen. Ja, Wald gibt's. Was will die der Nochmal Willi. Handelsreisende? Nee. Ach so, hast du mir jetzt an die Steine gegeben? Das jetzt. Aber ich habe gerade mein ganzes Geld ausgegeben für Leuchtstäbe. Nee. Hast du Warte, die wo mal. ist hier? Hier. Wo will Willi denn wohnen, ist die Frage. Ja, keine Ahnung. Ich frage ihn mal. Oha. Tigerfell? Leopardenfell? Alter, das ist einfach ein richtig harter Tierhändler, der Typ. Und er verkauft Nudelsuppen. Ja, nice. Er hat Tigerfelle, Leopardenfelle und Nudelsuppen. Das ist ein richtiger Händler. Das ist locker ein Sag ich Chinese. dir. Ich call, das ist locker ein Chinese. Bei dem kannst du Bomben kaufen hier, bei dem Typen. Die brauchen wir später auf jeden Fall. Kann man Steintüren bauen? Ja, klar. Kannst du das kann man nachgucken? Also kannst du Achso, mir. Stein, Eisen geht. Aber kannst du mir irgendwie sowas bauen? Ich habe dem mein ganzes Eisen gegeben, glaube ich. Ich gebe dir erstmal ein paar Kräuter hier. Zack. Willst du einen Speer haben? Brauche ich gerade nicht. Hier, wenn du was angreifen möchtest. Ja, sonst. So, jetzt brauche ich gerade für den Sprengmeister. Das ist ja mal ganz nice. Soll ich eine Holztür einfach nehmen? Also Ja, der nimm einfach eine Holztür. Handelsreisende wohnt Achso. nicht für immer bei uns, der geht wieder weg. Achso, ja, das hoffe ich. Jemand, der Leopardenfell verkauft. Ehrlich, Ich glaube, es geht solche los. Leute wollen wir bei uns nicht haben. Ich brauche, glaube ich, noch eine zweite Crafting-Box mal. Ja, kannst du ja bauen. Der verkauft auch Mit manchmal Holz und Waffen, so. ne? Auron. Diese Corruption Zone. Was verkauft ihr? Der verkauft auch Was? manchmal Waffen. Waffen? Ja, das ist schon Bestimmt auch, besser. aber bestimmt aus Elfenbein. Nach der Corruption Zone kommt rechts einfach erstmal eine dicke, fette Wüste. Mann! Also würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall nach Ja, ich würde jetzt hier unten noch den links, sag Keller ich. fertigstellen und dann können wir auch meinetwegen auch mal kurz in die Wüste gehen. Ja, aber hier ist nicht viel. Schmelzofen, soll ich den mal bauen? Haben wir oben stehen. Kannst du mit runternehmen. Wo haben wir den stehen? Ach da. Ja, dann würde ich brauche aber noch einen. Von mir aus können wir gleich auch den ersten Boss mal machen. Müssen wir uns dafür eine Rüstung anziehen oder meinst du, das geht auch so? Achso, ja, am besten brauchst du eine Rüstung. Das wäre ganz gut. Eine Holzrüstung oder was? Ne, mach mal aus Eisen oder Kupfer. Wir müssen echt mal in eine Höhle gehen. Dass wir dann sowas mal bekommen. Also du vor allem. Ohne Rüstung ist der erste Boss easy.
Ohne Rüstung sogar. Also ich rede jetzt hier von dem Auge von Cthulhu. Oder so. Ich Wahrscheinlich muss sehr erstmal deutsch mit. ausgesprochen. Cthulhu? Cthulhu. Vielleicht ist ja auch in dem Journey-Modus ein bisschen einfacher. Aber früher war der echt krass. Und wir sollten das vielleicht nicht direkt bei uns im Haus machen. Weil ich glaube, dann könnte mal so ein NPC draufgehen bei. Nee, das werden wir definitiv nicht machen. Dann immer, wenn Aber wir ich war, Terraria als ich gespielt überlegt haben. habe, bei dem Skeleton Prime Boss oder so, wird einfach alle NPCs getötet. Ich glaube, Komplett. jedes Mal, wenn wir das Terraria-Dinges gespielt haben, hast du die Scheiße bei uns im Haus gespawnt. Ja, stimmt. Das war schon sehr witzig. Ja, war witzig. Ja, fand ich gut, ja. Ich brauche jetzt kurz den Keller fertig und dann können wir losgehen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon wieder voll dabei hier. Wenn du willst, kannst du auch noch ein besseres Schwert bauen. Ja, kannst du mir das eben alles vorbereiten? Ja, du hast ja gerade meine ganzen Sachen. Aber ich kann gleich wieder zurückkommen und dann kann ich dir das Also zusammenbasteln. er sagt, das Auge von Cthulhu ist übel easy und was für früher war das stark. Ja, früher war es echt stark. Also zu ganz, 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 ganz frühen Zeiten. Als Terraria noch nicht ganz so weit in der Entwicklung war. Da war man schon hart am Schwitzen, dass man den dann bekommt. So, jetzt muss ich noch einmal Steine bauen und dann. Ja, bin dann auch Bist du fertig. bereit? Bin dann auch bereit, ja. Wenn du mir jetzt noch ein Schwert gibst, Das dann. klingt sehr. Ja, ich habe gerade noch was anderes gefunden, aber da können wir gleich mal so hingehen. Ich komme erstmal kurz hoch. Ihr braucht nur eine Arena, dann gehst du zum Händler und kaufst 100 Wurfmesser und Shurikens. Ja, Shurikens. Wurfmesser Ach, habe ich, glaube ich, Shurikens. gegeben. Das sind noch diese Wurfsterne oder so, ne? Heißt das nicht so? Ah, ne. Und Ja, die Wurfmesser. die Wurfmesser habe ich. Die müsstest du eigentlich alle haben. Ja, ich. Außer du hast sie verkauft. Was ich jetzt nicht hoffe. Ich glaube, ich habe die hier. Jo. Was bringt denn dieser Stern? Wenn du drei hast, kannst du einen Mana-Stern draus machen. Ach so. Dann hast du mehr maximales Mana. Aber jetzt gerade brauchen wir das noch nicht. Bei Büchern und Guck mal, Zauberstäben wie und viele so. Truhen wir hier unten stehen haben. Ja, sehr nice. Warte mal, ich muss ein paar Sachen wegschmeißen. Was ist ein Unterschied zwischen der goldenen Truhe und der anderen? Da waren nur gute Sachen drin. Sonst eigentlich genau gleich. So. Das kann weg, das auch. Ich mache jetzt eine Truhe mit nur Erzen, ne? Ja, ich schmeiß erstmal alles rein hier, was man hier so hat. Ich gebe dir mal den Speer hier. Der ist noch ein Junge, bisschen besser. ich habe Den so kannst du mal viele nehmen. Speere. So, aber ich glaube sonst. Können wir dann starten, wenn du möchtest? Ich habe noch ein paar coole Tränke für dich. Ich habe auch drei Einmal zum Wiederbelebungstränke. Beispiel. Und
Ja, hier ist auch noch ganz nice. Und der hier ist für die Nachtsicht. Was brauchst du denn hier unten an? Keine Ahnung, was habe ich im Inventar gefunden? Wieso haben wir eigentlich jetzt Eben bei einen uns. Goldfisch und Eulen bei uns im Haus? Ja, die wohnen jetzt auch hier. Ist doch klar. Kann man eigentlich Ich komme später der auch Fenster Goldfisch bauen? gerade an die Krankenschwester ran. Hier kommt der nächste Goldfisch. Wir brauchen Tot. 100 Wurfmesser zum Verdoppeln. Ach so. Wie viel hast du? Ich glaube, das war 150 oder 40. Viele waren das, glaube ich, nicht. 30 waren das. 30? Krass, noch weniger. Ja, wir können erstmal nach rechts gehen, da kommt dann die ganze Wüste und so. Okay, let's go. Bist du ready? Ich bin bereit, jo. Dann können wir starten. Ja, dann los, ne? Zur Ja, besten ich. Zeit gehen wir hier los. Achso, wenn ich Tab drücke, kriege ich automatisch Licht, ne? Bei Tab bekommst du Licht. Ja, drück mal Tab. Ach so. Shift meinst du, ja. Da hältst du an die Fackel oder den Leuchtstab. Das ist hier die Corruption Zone. Da kommen komische Viecher aus dem Boden. Aber hier können wir erstmal nichts abbauen. Wie hast du diesen Doppelhüpfer gemacht? Ich habe so ein Item gefunden dafür. Achso. Bekommst du auch noch auf jeden Fall. Du hast keinen Fallschaden, ne? Weiß ich nicht. Habe ich nicht? Achso, nicht, ne? Ist doch der Easy-Modus. Achso, ja. Hier gibt's sowas nicht. Das ist jetzt die Wüste. Kannst du mal vorgehen. Okay, mit den Vögeln ist es echt einfach. Der Scott hat geschrieben, Fragen. Okay, dann lass aber dieses Eis bohren. Achso, wir haben die Flügel, deswegen kriegen wir keinen Fallschaden. Ah, ja, okay, das stimmt. Jetzt habe ich das Auge da gelassen. Machen wir gleich. Ruhe gelassen. Ich wollte erstmal noch eine coole Höhle zeigen. Daheim oder wo hast du es gelassen? Ja, zu Hause. In der Kiste. Ah, klasse. Wo Augen hingehören. Erstmal hier runter. Ganz weit runter. Ganz weit runter. Noch weiter runter. Oh. Hier hoch. Dann hier runter. Oh, der Weg ist weg. Schade aber auch. Da musst du da oben durch. Ja, oder bau dich durch. Und dann ist hier unten so eine Minenkartbahn. Ist das nicht nice? Komm, ist doch nice, oder? Kommt ein Zug angefahren? Nee. Ja, ein Wurmzug. Wir können hier rein. Dann können wir jetzt mit der Kartbahn fahren. Du musst Rechtsklick auf die Schienen machen. Da kann man Das. hier durch die Gegend düsen. Man sieht Hier gibt halt es auch nichts. Kisten und so Sachen zum Abbauen. Oh, es wäre. Ist hier Ende? Oh, Scheiße. Genau beim Kaktus. Vorsicht, der rollt. Alter, generiere ich Leben automatisch? Er drückt mal H. Ach so. Hast einen Trank genommen. Ja, kann ich noch mehr ernehmen? Nein. Nee, nur für ein paar Sekunden cool, dann kannst du wieder nehmen.
dachte, dass der Kaktus einfach nur da ist zum Abbremsen, aber der so Damage macht. Ich habe jetzt Das war's noch. hier schon. Also ich heile mich jetzt von selber auch oder nicht? Ja, doch, klar, auf jeden Fall. Okay, gut. Das war ja mal richtig kacke. Aber war cool. War cool, ja doch. 10 von 10. Scott hat unter seinem Keller auch Augen. Aua. Ja, jeder hat das. Ja, ich frag mich, wer das nicht hat. Alter, dieser. Jeder gute Keller. Dieser Wurm. Da gibt es später noch viel größere Würmer von. Und auch ein Boss. Wie kann ich denn Der aus ist meinen auch Karren ganz cool. aussteigen? Oben links kannst du Rechtsklick auf. Ja. Oder so. Wenn du Wolfram siehst, sag ihm Hallo von mir. Sag Und ihm. abbauen auf jeden Fall. Achso, und du brauchst noch Eisen für eine Rüstung oder Kupfer oder Ich so. habe erstmal keine Frage. Ich denke, das ergibt sich dann einfach alles so im Laufe des Spiels. Das ist ja wie ein Witz. Warum? Warum? Was war da, eine Bombe? Ja. Ja, oh, Scheiße. Was soll das denn? Hast du deine Items verloren oder? Wie Nee, ist? aber mein ganzes Geld. Ey, hier ist einfach Gold. Ja, jetzt kannst du wieder alles looten, natürlich. Ja, super, toll, ganz, ganz toll. Gibt's ja wohl nicht. Aber Soll ich wie random denn war das? deinen Grabstein abbauen? Kannst du machen. Ich komme jetzt aber eh wieder zu dir zurück. Wie war das denn nochmal? Ja, Scheiße. mehr ist hier aber auch nicht, ne? Ja, doch, ich komme zurück. Es geht auch wieder weiter runter. So, moin. Ja, scheiße, ganz ehrlich, warum war denn jetzt hier so eine Bombe? Wie hast du dich denn teleportiert? Mit so einem Trank. Wir müssen auch mal bald ein Reaction-Video machen. Hast du Wir eigentlich bei müssen erstmal Minecraft? Wolfram finden Hast du bei Minecraft und eigentlich Eisen nie für deine Rüstung. aufgepasst? Wieso müssen wir Wolfram finden? Ja, um Sachen auszubauen. Wer ist denn Wolfram? Wolfram ist ein Wolfram heißt super der Typ. Sänger von JBO. Ja, zum Beispiel. Kann man in das Wasser einfach so reingehen oder kriegt man da irgendwie Schaden? Nee, nur so gelb, weil jemand reingepinkelt hat. Ach, dann geht's ja. Ich glaube, hier unten ist jetzt so eine Marmorwelt. Glaube ich. Gefährliches Halbwissen. Kann man nicht irgendwie das zubauen? Warte mal, wo ist denn mein Dreck? Alles nach, ne? Ja, ach, ist gar nicht egal. Oh, hier ist schon Lava. Wie tief sind wir denn? Wo ist denn Dreck? Ach da. Hier ist eine Kiste. Willst du die looten? Was ist denn das für eine Dungeon? Ich nehme mir erstmal alles mit. Nichts. Nein, nicht die Kiste abbauen, ne? Erstmal reingucken und Sachen mitnehmen. Ja, sind Potions drin. Aber mein Inventar ist voll. Dann pack was raus oder gib mir, was du nicht brauchst oder nicht haben möchtest. Ich habe, was ich nicht Nehmen das brauche, mit. in die Kiste gepackt. Ja, den ganzen Samen kannst du wirklich hier lassen. Kannst du das Schild mitnehmen? Mit Schild meinst du hoffentlich das Bild. Ja, genau. Das Schild, sagt er. Sehr gut. Guck mal, und hier sind Treppen. Hier sind doch Treppen, aber Müssen wir eigentlich ja. mitnehmen.
Ja, eigentlich schon. Ob sie nachher brauchen, ist eine andere Sache. Es gibt übrigens auch Leute, die im Untergrund sind, bei denen wir auch Sachen kaufen können. Wer denn zum Beispiel? Ja, so ein Wissenschaftler ist, glaube ich, hier unten mal gewesen. Und du hast ein anderer Typ. Aber es gibt viele Leute, die hier unten sind. Die man, oh ja, toll. Die man quasi anlabern kann. Und dann ziehen die auch oben im Haus ein. Das ist gut. Ja, das ist wie Gravel quasi bei Minecraft. Achso. An manche Wände kann man nichts dran bauen, ne? Nee. Ach, hier. Ah, okay. Ja, sicher. Den Baum kann man auch abbauen, aber Ein erst Typ halt ist mit. Monsterhändler, der ist nur im Untergrund. Ja, genau. Den gibt's auch noch. Monsterhändler ist ja an sich Wir ganz brauchen auf cool. jeden Fall eine bessere Spitzhacke. Und ein bisschen Weil bei Milch. dem Baum hier gibt es Rubine. Oder man kann ihn auch schon direkt abbauen, weiß ich nicht. Oh ja, stimmt, mit der Axt. Die du ja noch hast. Meine Axt ist ja noch bei dir. Hoffe ich. Ja, den hier benutzt. Nimm du mal das Eisen mit. Mein Inventar Oder ist deine voll, Eisen. ne? Ja, dann schmeiß halt irgendwie so eine Scheiße raus. Steinblöcke kannst du alle hier lassen. Obwohl so ein Stack Dreckblöcke auch mal ganz gut sind, um sie irgendwo hochzubauen. Ha, Wolfram. Nice. Hast du Wolfram gefunden? Ich habe Wolfgang gefunden, ja. Kann man mit jeder Spitzhacke alles abbauen oder ist das wie bei Minecraft? Es ist wie bei Minecraft. Irgendwann brauchst du halt bessere Hacken, um auch andere Sachen abzubauen. Okay. Die mich gerade bei Wolfram ab. Oh, shit, was ist das denn hier für ein Wurm? Mein Zimmer ist einfach eine Motte. Kenne ich. Bis die hier draußen ist. Das dauert Jahre. Okay, nice. Wie viel Eisen hast du? Oder Kupfer, ist ja eigentlich egal. Warte. Zum Beispiel Obsidian hier kann man auch mit einer anderen Hacke erst abbauen. Warte mal, Steinblock. Wo habe ich denn mein Eisen? Keine Ahnung, wo ich das habe. Ich finde das gerade nicht. Ist eine Truhe irgendwo vielleicht? Ich habe keine Truhe bei. Ach doch, Eisenerz 35. Eisenerz, okay, ich habe noch mal 5. Deiner Truhe ist auch noch mal was. Okay, ein bisschen brauchen wir noch. Wie viel brauchen wir? Aber ich versuche mal kurz was. Vielleicht kann Was ich ist denn nämlich mit auch solchen hier. Items wie Linse und Wasserblatt?
Linse nimm mal mit. Wasserblatt sagt mir erstmal nichts. Aber nimm erstmal mit. Ach so, was aber das für Tränke? Ach so, er war gerade weg. Ja, moin dann. Willkommen zurück. Oh, ist doch Lebenskristall. Was bedeutet was? Wasserblatt ist für Tränke. Tränke. Naja. Wollen wir Tränke craften? Also bei Tränken bin ich erstmal komplett raus. Also Tränke brauche ich nicht. Da musst du dich ja wieder reinfuchsen über Minecraft. Ja. Das ist nicht meine Welt. Viele Tränke. Ich glaube später, wenn man gegen die härteren Bosse kämpfen muss, ich glaube, dann sind Tränke ganz nützlich. Dann können wir noch welche benutzen. Ja. Auf jeden Fall. Warte. Du musst irgendwann auch Luft holen, ne? Ja, du kannst doch hier so ein kleines Ding reinbuddeln. Ja, okay, ja, sehr, sehr smart, der Typ. Soll ich hier weiterbuddeln den Weg oder? Ja, können wir machen. Da unten rechts könnte eine Höhle sein. Wir können das so machen, einer links, einer rechts, und dann können wir uns gerade runterbauen. Was Ja, sagst du lass jetzt erstmal dazu? das Wasser hier, bitte. Ja, bis wir das weg haben, das dauert ewig. Ja, ist ja fast weg. Vor allem, wohin willst du es denn haben? Ja, nur so ein kleines Loch hier. Guck mal, hier rechts kann man es ablaufen lassen. So, Ja, zack. okay. So, jetzt ist es weg. Total. So, jetzt können wir uns doch hier Nein, das. runterbuddeln. Ja. Hier sind noch mal kurz ein paar Steine. Nimm die mal mit. Was? Die Steine hier. Okay, ich links, du rechts. Wie das aussieht. Hey, geil, direkt ein Baum unter uns. Baum. Soll ich abbauen? Ja. Es eigentlich besonderes Holz? Nee. Du bekommst aber irgendwas daraus, was du einpflanzen kannst. Hier ist noch ein Baum. Heftig. Und ein Lebenskristall und eine Truhe. Extraktinator, gutes Ding. Unsichtbarkeitstrank und eine Goldmünze. Hey, explodiert einfach alles. Was ist das denn hier für ein Haus? Eine Granate auf dich geschmissen. Oh, du Sack. Ich wusste es. Vorhin warst du das auch. Das weiß ich Ja. tatsächlich nicht. Guck mal, hier sind auch diese Holzleitern. Guck dir das Bild da unten mal an. Sehr schön. Diese Das Holztreppen. war's. Diese Holztreppen brauchen wir halt. Ja, nimm mit. Hier ist noch ein Baum. Kein Platz mehr im Inventar. Ja, lass ein paar Sachen hier. Ja, ich habe aber nur Sachen, die ich noch brauche. Auch schon wieder so eine Falle. Nein, du brauchst doch nicht alles davon. Doch. Kannst du mir nicht erzählen. Nee, Quatsch. Alter. Alter, Alter. Was ist los bei dir? Gibt es Stress? Ja. Vorsicht, So. Falle. Drück H, drück H, schnell, drück H, drück H. Habe ich nicht. Oh.
Oh, dann lass mal jetzt das Auge machen. Ja, okay, ich komme zurück. Ich nehme noch deinen Stein mit. Ah, herrlich. Ah, jetzt sind die Bewohner auch hier etwas höher im Haus. Haben die es geschafft, ja? Ja, wahrscheinlich, weil wir einfach weg waren. Jetzt haben wir ein Eichhörnchen im Haus. Es wird immer besser. Ja, echt. Wo kommen die ganzen Tiere denn her? Hast du einen Wurmlochtrank? Das ist so ein blauer Trank. Oder guck mal in die Kiste, ob du einen blauen Wurmlochtrank findest. Welche Kiste? Egal, irgendeine von denen unten. Musst du ein bisschen suchen vielleicht. Vielleicht kannst du noch mal kurz zu mir hierher kommen. Boah, mich hat gerade diese Denn Motte angegriffen. haben wir das gesehen? Nee. Wurmlochtrank. Ja. Nee, ist, glaube ich, keiner mehr da. Ist keiner da. Ich habe noch einen Bergbautrank, einen Erbauertrank, Jägertrank, Rückruftrank. Nee. Das hilft alles nix. Ich pack die Tränke alle mal in eine Kiste rein. Ja. Machen wir auf jeden Fall. Dann müssen wir gleich nochmal gucken, welcher Trank denn was bringt. Und die ganzen Erze halt auch noch in eine andere Kiste. Ja. Ich nehme mal kurz ein bisschen Eisen mit, dass du die Rüstung bauen kannst. Und dann versuchen wir schnell das Auge zu machen. Welches ist denn das Auge? Das habe ich mitgenommen vorhin. Ich dachte, man kann das noch mal so kurz nebenbei zünden, aber geht wohl nicht. Also du Aber hast das nur jetzt. oben oder wenn es da ist. Alter, dieses scheiß Vieh. Ich würde das ja geradezu gerne sehen. Es fliegt halt hier rum. Macht Faxen. Wie viele Lebenskristalle hier sind. Aber ich verspreche dir, ich komme gleich zurück. Ich habe auch Wurfmesser gefunden. Ist doch eher so für dich hier was. So ein bisschen auf Abstand. Ja. Noch ein Lebenskristall. Okay, ja, ist mir jetzt zu blöd hier, ich komme hoch. Ist Wollen es wir. Nacht? Ja, doch. Ist ja nicht Nacht. Ne, es ist nicht Nacht, Tag. Wollen wir das Haus. Alter, wieso kannst du so schnell laufen? Wollen wir das Haus so nach oben jetzt bauen oder hier nochmal runter an die Etage? Ich habe ein Item gefunden. Ja. Dann müssen wir, glaube ich, erstmal hier die ganzen Bäume wegmachen. Ja, besser ist es. Ja, du hast die Axt. Viel Spaß. Ich crafte mal kurz was. Aber wieso wird eigentlich Terraria zurzeit so gehypt auf Twitch? Ich mach mal kurz mein Fenster zu, dass diese scheiß Viecher hier nicht mehr reinkommen. Mach mal. Aaron. Ja. Wieso wird das so gehypt zurzeit auf Twitch? Ja, gehypt, also.
Letztens kam halt das Update raus. Ach so, und Das deswegen größte gucken. Update. Ja. Und naja, Cheraya war ja immer so ein Spiel, was man gerne nebenbei gucken kann. Das stimmt natürlich. Also ich hätte auf jeden Fall Bock hier so So. ein bisschen so und das einfach zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Hast du meine Wolfram gesehen? Nee. Scheiße, habe ich das weggeschmissen? Da muss ich auch mal nachgucken. Aber wie baue ich denn jetzt diese Treppe? Kann man die vielleicht nur finden? Weiß ich nicht, kann sein. So, ich baue dir erstmal eine richtige Rüstung hier, sonst geht das ja nicht weiter. Wir können auch Flammenpfeile bauen. Ja, Flammenpfeile wären für mich ganz nett. So, ich habe hier gerade so einen Bogen am Start. Ach ja, ich will eine Rüstung bauen. Da war ja was. Du bekommst eine Eisenrüstung. Jo, alles klar. Dann hilft die mir hoffentlich auch nicht zu sterben. Das hoffe ich auch. 2, 2, 3, 2. 1, 2, 1. Deine Rüstung ist doch nochmal viel besser als meine. Aber gönne ich dir. Sie liegt unten in der Rüstungskiste. Naja, Rüstungswaffenkiste ganz rechts. Jo, alles klar. Kann ich jetzt eigentlich schon. Ach so, warte mal. Erstmal das Geld weglegen. So. Kann ich jetzt denn schon das Auge hier beschwören? Nicht bei uns. Geht gerade auch nicht. Ist noch nicht dunkel genug. Ja, wo denn sonst? Geh erst noch ein Stück weiter, Alter. Ah, hier ist noch ein guter Platz. Nein. Das wird hier nicht beschwört. Ich habe geguckt, den ganzen Scheiß hier wieder heile zu machen. Wir gehen dann. Komm, wir gehen noch ein Stück weiter. Noch ein Stück. So dass man unser Haus auf jeden Fall nicht mehr sieht. Okay. Hier, ich gebe dir erstmal guten Stoff. Pass auf. Zack. Den nimmst du erstmal. Dann haben wir es gleich ein bisschen leichter. Wie viel Leben kann man insgesamt haben? Ich glaube 400. Und ich kann es noch nicht beschwören. Lass mal hier alles Warum ausleuchten. nicht? Wieso kann ich dieses Auge nicht beschwören? Gibt es da einen Grund für? Mach jetzt. Geht nicht. Machst du eigentlich auch Soll ich mit dunkel Kamera? genug? Was habe ich? Oh. Ah, hat doch funktioniert. Da ist es. Spielst du auch mit Kamera? Mit Facecam meinst du? Ja. Nee, ich habe keinen. Alter, das ist ja voll. Also, das ist ja richtig schwer. Wo So ist ein es? bisschen. Man hat einfach gar keinen Damage an dem Teil. Ja, obwohl geht. Viertel haben wir gleich. Kann man noch irgendwie Es können noch bessere Waffen Phasen. craften? Was craften? Bessere Waffen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Die haben vielleicht gerade. Keine Ahnung, die. Warte, übernehme mal kurz. Ich muss mal die Wurfstellen ausrüsten. Zieh die Rüstung an, natürlich. Nein, Dafür habe ich die. Wurfstellen ausrüsten, habe ich gesagt. So.
Die Rüstung. Ja, du musst tanken, ne? Du hast hier die beste Rüstung von uns. Wenn mir das mal klar ist. Das Auge macht aber gerade Faxen. War doch sehr einfach. Ups. Ja, es hat Dämonit-Erz gedroppt. Da kann man auch Sachen draus bauen. Und mehr nicht. Ah doch. Unheiliger Pfeil. Aber Bogen habe ich ja. Ich crafte mal kurz hier diese Barren fertig. Sechzehn Stück. Kann man eine Axt, einen Bogen und ein Schwert rausbauen. Und ein Jojo. Ganz besonders wichtig, das Jojo. 11, 14. Hier, du kannst mal fragen, was das Beste draus wäre jetzt hier. Der ist, glaube ich, nicht mehr da. Der Scott 84, der hat sich vorhin verabschiedet. Schade. Also, was machen wir jetzt daraus? Man könnte ein hartes Schwert bauen hier. Mit 17 Nahkampfschaden. Also, ein Schwert wäre schon mal ganz cool. Echt gut, ne? Aber ich glaube, man kann noch bessere Sachen draus bauen. Und halt hier noch so eine Axt. Mit 20 Nahkampfschaden. Oder halt den Bogen. Aber das lohnt sich nicht wirklich. 3 Schaden mehr? Nee. Ja. Ich packe das erstmal in die Kiste rein. Mhm. Dann müssen wir aber in Erfahrung bringen, was man dort machen kann. Habe ich jetzt irgendwie keine Ahnung. Achso, und es gibt Geld für dich. Hier. Da kauft ihr was Nettes. Du kannst es ja gebrauchen, ne? So, unseren Garten gerade mal ein bisschen verschönert. Was denn für ein Garten? Ach du Scheiße, er baut wirklich einen Garten. Oh, die Tür vergessen zu bauen. Ne, finde ich ganz cool. Ja, bau du mal den Garten weiter. Ich würde jetzt halt hier rechts noch drei Zimmer hochbauen und dann sollten wir eigentlich irgendwann mal genug haben. Ich weiß gar nicht, brauchen wir denn noch für Anforderungen? Mehr nicht. Nur die wir jetzt haben. Das reicht jetzt schon komplett aus. Nur was? Die Sachen, die wir jetzt schon haben, das reicht. Also mehr Anforderungen für Charakter brauchen wir nicht. Achso, von denen, ja. Dann müssen wir gucken, halt, was die wollen, ne? Aber ja. Sonst Stuhl, Tisch und Licht reicht aus. Jo, denn, weil sonst könnten wir mal vielleicht gucken, ein paar Charakter zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch so viele. Ich denke mal, die ziehen jetzt auch nach und nach hier ein. Pass auf, du hast noch ein paar Wurfmesser hier für dich. Und noch so eine Pfeilfalle schenke ich dir. Die Pfeilfalle könnte ich auch aufs Dach stellen. Ich glaube, die wird aber nicht ausgelöst, oder doch? Keine Ahnung. Kannst du mal machen. Wollen wir vielleicht so einen extra Raum erstellen für... Kittika Game hat gerade geschrieben, Alter 4. Ich glaube, dann ziehen auf jeden Fall noch Leute bei uns ein. Ja, perfekt. Was für einen Raum willst du? Ein Raum, wo wir vielleicht dann die ganzen Crafting-Sachen hinstellen. Den Amboss zum Beispiel, den Ofen. Ja, das wäre gut. Weil ich habe im Inventar noch einen Webstuhl und den Extraktinator. Den kann man ja auch noch nehmen für irgendwas. Ja, warte mal. Das ist ja die Frage, wo wir das hinbauen wollen. Hier.
Sozusagen als Eingangsbereich. Und dann habe ich noch hier so ein Radar für dich. Kannst du auch ganz rechts bei Ausrüstung reinpacken. Und dann siehst du Feinde in der Nähe und hast, glaube ich, noch Jo, 1 plus 1 drei Nahkampf dazu. Tage bestimmt oder so. Ist ganz nett. Ja, ist echt gut. Hier, wir können in den Raum hier unsere Sachen reinstellen. Ja, perfekt. Webstuhl. Extraktinator. Was ist das? Keine Ahnung. Ist bestimmt sehr, sehr wichtig für irgendwas. Ja, das sieht gut aus. So, Was fertig. wir auf jeden Fall machen müssen, ist eine Mine anlegen. Unterm Haus vielleicht sogar. Ja, zu meiner. Ja, dass wir dann noch da direkt runtergehen können. Das wäre noch sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, Räume haben wir erstmal fast genug. Oben können jetzt noch vier einziehen. Ja, das reicht locker aus. Jetzt muss halt noch ein Dach drauf. Oder wir Guck mal, ich bauen würde noch, halt ja. hier noch drei hinbauen. Nach rechts so rüber, ja. Also. So. Ach so, runter oder wie? Halt nur drei, ne? Also drei Etagen. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Und dann unten eine Tür noch rein. Genau, dass das dann der Eingang ist. Ja, ist auch gut. Dann hätten wir halt links und rechts einen vernünftigen Eingang. Ja. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ich bin mir gerade überlegen, ob wir den nächsten Boss auch schon direkt machen. Ja, wenn du ihn da hast, Aber der ist ein bisschen schwierig, ja. muss man den dann Nee, aus. da muss man eher. Der kommt erst, wenn man in der lila Zone, die du vorhin gesehen hast, Ja. wenn man da den Altar kaputt macht, mit Bomben halt, Ach so. dann kommt der erst. Aber er ist vielleicht noch ein bisschen zu hart für uns. Ich überlege gerade mal hier, wie sieht denn das jetzt aus mit der Treppe? Sonst könnten wir von draußen vielleicht, aber das sieht glaube ich scheiße aus. Aber von innen eine Treppe wäre ganz cool hierhin. Eine Treppe wäre super, ja. Pilzwand. Pilzwand. Ich würde fast sagen, dass wir auch wieder in die Mine gehen können. Ja, dann lass mich da kurz das zu Ende bauen, dann können wir in die Mine gehen. Weil wir brauchen unbedingt noch mal ein paar neue Sachen irgendwie zum Bauen. Brauche noch ein bisschen Holz, also habe ich noch. Kannst du gerade noch mal eine Tür bauen? Für ganz rechts. Tür. Ja, für ganz rechts. Aus Holz? Ja. Reicht aus, ne? Ja, klar. Weil wir können ja auch Eisentüren bauen. Genau, da ist die Tür. Dann brauchen wir hier noch einen Stuhl und dann müsste das fertig sein.
Sehr gut. Guck mal, Alaila der Dryade, was auch immer. Was ist ein Dryade? Ich kenne nur einen Druiden. Aber die ist das ja, die verkauft Pflanzen und so ein Scheiß. So unnötigen Kram. Ach so, jo, warte mal, ich habe doch auch noch ein Bild Garten anlegen, mitgenommen. ne? Marmortür. Ein Bild hängt da oben schon. Ich habe doch auch noch eins mitgenommen. Was ist denn lebendes Holzwand? Stell mal hin. Sieht aus wie so ein Baum. Aber ich habe keine Ahnung, was die macht. Ach so, sieht im Endeffekt so aus wie so ein Ast. So, naja. Ja, okay. Einer schreibt den Chat, hallo, wie geht's einfach nur aussehen? Was für aussehen? Ach so. Jo, er hat mir gerade die Frage beantwortet. Perfekt, danke dir. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Aaron, dir geht's doch hoffentlich auch gut, ne? Na sicher, natürlich. Das Holz ist also Ich nur mit fürs dir Aussehen dann da. geht's mir immer gut. Das ist schön. Auf jeden Gerade voll Fall. lost gewesen. Oh, da ist der Zootyp. Hat der auf dem Dach? Nee, doch. Ja, was ist denn falsch mit Wie denen? sieht der denn aus? Die steht auch auf dem Dach. Was? Ich glaube, das ist eine Frau. Die, yo. Oder so. Nee, also mein erstes Mal Terraria ist es ja, aber der Aaron, der spielt schon ein bisschen öfter. Also. Ja, was heißt da? Also, ein paar Sachen kenne ich, ja. Ich verkaufe Das Fisch. ist übrigens eine Frau, ne? Hat er gerade geschrieben. Ja, eigentlich auch Der gerade, ja. Zootyp ist halt eine Frau. Der Zootyp ist eine Frau. Ja. Also die verkauft coole Sachen. Er sagt auch, wenn wir Fragen haben, dürfen wir ihn fragen. Perfekt, das freut uns. Wir hatten vorhin auch schon jemanden da, Sehr gut. der Scott84 hat auch uns ein paar Fragen beantwortet. Das ist echt gut. Ich finde auch die Journey aktuell, weil die ja neu rausgekommen ist. Wir dachten, das ist echt so ein Hardcore-Modus und das ist irgendwie mehr als einfach. Ich habe schon mal die erste Frage. Ja, mal raus. Wir haben 16 Dämonitbarren. Was macht man damit? Sollte man jetzt schon Sachen draus bauen oder erst noch warten, bis man coolere Sachen draus bauen kann? Er hat das Spiel schon ein, zwei Mal durchgespielt, sagt er. Weil jetzt können wir halt aus diesem Dämonit das Schwert, die Axt oder das Jojo bauen. Aber man könnte vielleicht noch coolere Sachen draus bauen. Glaube, es gibt aber nichts Cooles als das Jojo. Rüstung, Ja, das Jojo. Spitzhacke, alles eigentlich. Hast gehört? Alles, ja, aber. Wartet auf die Spitzhacke. Oh, lol, falsch gebaut. Ja, okay, das ist gut. Dann sammeln wir erst noch ein paar Barren zusammen. Weil das Schwert lohnt sich einfach gar nicht irgendwie. Das macht viel zu wenig Damage. Übrigens, die Fuchsfrau hier oben verkauft eine Cat-License. Die Fuchsfrau. Dann kann man sich hier so eine Katze adoptieren. Ja, mach mal. Ja, kostet 4 Gold, ne? Hast du Wir können das? noch beim NPC gucken, beim Guide. Habt ihr rotes oder lilanes Gebiet? Fragt er. Wir haben Lilanes. Also. Ach, der Handelsreisende ist angekommen wieder. Ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Das Lila, naja. Ah, der Vini ist wieder da. Vielleicht verkauft er wieder Leopardenfelle. Ich hätte jetzt gerne eins. Der alte Wilderer.
Ja, Leopardenfelle und Nudelsuppen. Genau mein Ding. Wo ist er denn hier? Ist mal auf der anderen Seite. Jo, er verkauft einen Katana. Was ist das denn? Der kommt safe aus China. Ein Ja, und Katana. Pad Thai. Wieder wie so ein Asiatengericht. Für die Spitzhacke müssen wir erstmal den Boss im Gebiet töten. Oh, okay. Also erstmal mit den Bomben da die den Altar kaputt machen. Er verkauft eine Stoppuhr. Witzig. Also wenn du ein Katana haben möchtest, Du kostet auch sollst nur 10. Auern, du sollst die Barren in den Guide legen. Ach so, ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Den Guide vergisst man ja so schnell, dass hier überhaupt da ist. Carlo der Male. Jetzt kommen sie wieder alle, weißt du? Vorhin gar nicht, jetzt Jetzt auf kommen sie einmal. angekrochen, aber nur weil wir die Räume gerade fertiggestellt haben. Ja, die sehen auch super Ich habe aus. jetzt noch einen Raum gebaut. Ich hoffe, da der Platz ist ausreichend. Oh, die Spitzhacke ist gut. Mit 65 Spitzhackenkraft. Wir könnten halt echt hier noch ein paar. Das sieht alles so Ich schäbig, mache so auf jeden eintönig Fall. aus. Wir können echt noch ein paar Sachen hier reinbauen, dass das ein bisschen schöner aussieht. Und ein Dach fände ich echt Ich denke nice. das. Ein Dach wäre halt cool. Aber jetzt schon ein Dach bauen, ich dachte, es kommen auch mehr Leute, die dann einziehen wollen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute gibt es denn insgesamt? Ja, richtig viele. Alle. Alle. Auf jeden Fall der Schattenhelm ist was für dich, wenn Wer? du auf Nahkampf gehst. Wer? Ja, Schattenhelm und Schattenhemd und Schattenbeinschützer. Ja, Gibt nämlich Nahkampftempo. dann gib mir das mal. Ja, wenn du erstmal 20, 25 und nochmal 15 Barren hast und nochmal Schattenschuppen, dann kann ich dir das bauen. Er fragt, kennt ihr die neuen Sachen aus dem Update? Kennen wir die? Weiß ich nicht. Kennst du die? Gab ein Update? Was für ein Update? Ja, wahrscheinlich das, was wir gerade spielen, ne? Gehe ich mal von aus. Ach so, das hier, ja. Aber auch nicht alles. Vielleicht so 10% davon. Maximal. Vielleicht auch 8. Ja, also wir warten erstmal mit dem Dämonit. Den Teleporter kennen wir, glaube ich, oder? Ja, eigentlich schon. Haben wir vorhin auch schon benutzt, meine ich. Ach, ist das dieses, das Minigame? Also Meinst du Journey's das? End. Wo dann diese kleinen Goblins rauskommen? Die Pylonen. Ne, das sagt mir gar nichts. Pylonen kenne ich nicht. Wer war denn Also es jetzt ist hier noch nicht, es ist eingezogen? nicht das, wo die Goblins rauskommen. Nicht das, wo die Goblins rauskommen. Nee, dann kenne ich das doch nicht. So, was will der Carlo denn? So ein Farbraum, Kennst du Alter. dieses Video, wo die, ich glaube, in Brasilien sind oder so, und dann ist da so ein Reporter halt mit so einer, sieht halt aus wie eine Frau, und die macht dann mit so einem Mann rum und dann fragt, und wie heißt du? Und er sagt, ja, so und so, und dann sagt, und wie heißt du? Carlo. Kennst du das? Kennst du das? Aua. Nein. Kennst du nicht? Keine. Wo die sagen so, und do you want to kiss her? Ja, yes. Und dann küsst die sich so, und wie heißt du? Und dann sagt sie so, weiß ich nicht. Marion, und wie heißt du? Carlo. So ein Typ einfach. Kennst du das nicht? Das ist richtig Nein. cool. Also, das nicht kennst. Muss ich gleich mal Nein. zeigen. Solche Videos gucke ich nicht. Was ist das hier? Ist der Maler und Lackierer? Ja, Maler. Er verkauft einen Farbroller für ein Gold. Und eine Spachtel. Der will auf jeden Fall ein anderes Haus haben. Der will nicht im Forest wohnen. Warum denn nicht? Weil der halt düster aussieht. Also ich finde es hier sehr schön. Ja, wollen wir ja ins neue Abenteuer ziehen oder wie sieht's aus? Ja, können wir sofort machen. Ich verkaufe erstmal den ganzen Scheiß an die Fuchslady.
Vielleicht macht die ja gute Preise. Also wenn zwei NPCs in ihrem Lieblingsgebiet ein Haus haben, dann verkaufen sie Pylonen und wenn du zwei Pylonen auf der Map hast, dann kannst du dich zwischen denen teleportieren. Der Bergarbeiter, der wollte doch im Untergrund leben, oder nicht? Dem habe ich doch eigentlich schon ein Haus im Untergrund gebaut. Oder ist das noch nicht Untergrund? Er ist wahrscheinlich noch nicht Untergrund, oder? Ich glaube, es ist einfach nur Keller oder so. Also, pass auf, ich lese mal vor. Ja. Händler im Normalen. Die Krankenschwester in The Hollow. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Denn der Ja. Sprengmeister im Untergrund. Die Dryade möchte im Dschungel. Der Maler auch im Dschungel. Die Zoologin im Normalen. Und der Handelsreisende auch im Normalen. Also, wenn wir jetzt halt noch ein Haus im Dschungel bauen, dann hätten wir halt zwei schon mal. Hätten wir zwei schon mal. Ja. Wie heißt das? Untergebracht. Und er fragt, ob wir einen Discord haben. Ob wir auf dem Discord sind. Jo, wir sind tatsächlich auf dem Discord. Wir haben Skype. Wir benutzen noch ICQ. Ah, er will uns ein Bild schicken. Haben wir. Warum, wie heißt unser Discord-Server von Rekord, die da? Weiß ich gar nicht mehr. Weil er uns gerade ein Bild schicken will. Was machst du da? Was macht die? Rekordi. Guck mal auf Discord Rekord die Community, da müsste das sein. Nein, ich kann kurz einen Link schicken, Ja, aber schick mal bei wo mir wir ins gerade. Stream rein. Ja. Ich suche den kurz raus. Dass wir uns das einmal angucken können, das wäre ganz cool. Tipp. Was ist denn jetzt hier? Scheiße! Ich komme hier aus. Ach so. So. Das ist der Link. Der Link zum Glück. Oder so. Wieso heißt du Burger Map? Nee, achso, Burger, sorry. Das sind alle NPCs und wo die hinwollen. Okay, also er hat eine Liste, wo die alle hinwollen. Vielen Dank. Das hilft uns auf jeden Fall Kannst du die sehr zufällig weiter. öffnen denn gleich? Also Aaron, Ich du? kann die öffnen, ja. Dann, okay. Wollen wir gleich mal gucken, dass wir im Jungle Ja. vielleicht ein kleines Haus bauen? Dann Wie läuft müssen. das denn ab? Ja. Lass uns mal nach links gleich gehen. Ich glaube, da waren wir noch gar nicht so sehr. Wenn man im Jungle das Haus baut, dann teleportieren sich auch automatisch dahin, oder wie ist das denn? Oder ziehen die da erst hin? Ja, das ist auch meine Frage, ob die dann wissen, dass sie da wohnen sollen. Oder müssen die erst gekillt werden und dann bauen die da neu? Tschüss, Willi. Also wir haben jetzt 10 Räume. Wie viele Leute wohnen denn schon bei uns? Ja, ich glaube, ein paar kommen da noch. Ja, ich So, überlege gerade. zwei. Also die kann man da hinziehen lassen. Okay, wie lässt man die denn da hinziehen? Weißt du das? Muss man das irgendwie auswählen oder? Muss man die bei sich Würde bei uns sagen, rauswerfen? wir müssen Also. erstmal das Gebiet finden. Vielleicht laufen wir erstmal eine Stunde jetzt durch die Wenn du auf Gegend. das Haus drückst über deine Rüstung. Ach so, Behausung. Ach, guck mal, Aaron. Ja. Geh mal auf deine Rüstung. Und dann auf das Haus, dann hast du die Ja. alle, die wohnen halt denn da auch. Ich hab doch mich gerade. Und dann kann man die wegziehen quasi. Willst du Stress oder was? Nee, mach das mal wieder aus. So, jetzt. Scheiße. Mach doch noch mal kurz Aber du an. kannst die Leute auch Ich will sehen, was passiert. in die Zimmer ziehen, wo die hin sollen. Ja, okay. Dann ist das ja easy. Dann suchen wir erstmal die Wüste, würde ich sagen, oder? Ne, den Dschungel oder nicht? Ja, Jungle natürlich.
glaube, auf der Seite hier waren wir jetzt noch gar nicht. Okay, Wenn also wir die da Leute mal wohnen gucken. jetzt. Warte mal, dann kann ich den Sprengmeister ja schon mal hier unten. Der soll ja eigentlich hier unten wohnen. Ich glaube, der Untergrund fängt erst noch weiter unten an. Ja, aber schon mal so ein bisschen. Also er Also fragt, wo noch. das Schneebionom bei uns ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Haben wir noch nicht gefunden. Haben wir noch nicht. Also wir spielen jetzt gerade seit 2 Stunden, genau. 2 Stunden ungefähr, ja, ein bisschen weniger sogar. Wir waren jetzt mal dabei, kurz die Sims zu spielen und ein Haus zu bauen. Das Haus ist auch wichtig. Ja, das ist, glaube ich, das beste Haus, was ich jemals hatte in Terraria. Ich hoffe, Martin hört das nicht. Ja, und überleg mal, wer es gebaut hat. Dann lass dich mal, wenn Tag ist, Ja. echt nach links gehen. Ich habe echt Bock auf den Jungle und dann würde ich da ein kleines Haus hinbauen für die. Ja, den Tag ist er doch schon längst unterwegs. Ach so. Ich dachte, der Call war, wir gehen jetzt los. Wir haben halt 2 für den Jungle. Dann würde ich da vielleicht so ein Haus bauen für 5 Parteien. Dann warte kurz, ich bin. 5 Parteien Haus. Ja. Kann auch mehr nehmen, ne? Ja, ist eine Keller, gute Idee. Erdgeschoss. Erster Stock, das reicht. Soll ich hier auf dich warten? Jo, wäre cool. Wir können auch dupen. Hast du auch diese komischen Lichter im Hintergrund? Welche Lichter? Ach, diese aussehen wie Feuer oder was? Im Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, welche Lichter du meinst. Ja, so laternenmäßig. Ja, könnte man als Laternen zählen. Da wüsste ich auch genau, was das ist. Ja, das sieht so aus wie Lampions oder wie die heißen, ne? Weil letzte Nacht. Ja, diese Laternen da, ne? Oder dieses Feuer. Ich baue erstmal den Scheiß Aaron, hier weißt du, zu. dass du dupen kannst? Dass ich was kann. Dupen. Weiß nicht, was es ist. Das bringt extra Glück bei nach einem Bosskampf. Nee. Extra Glück nach dem Bosskampf. Was denn für ein Ja, Glück? wahrscheinlich für besseres Loot. Oder? Ach so. Ja. Sagt mir immer noch nichts. Warte, 3 Sterne war doch ein Mana-Dingens, ne? Ja, 3 Sterne ist ein Mana-Kristall. Wie mache ich das? Ah, muss ich craften? Das craften. Wie weit geht diese Zone denn bitte? Das ist ja nicht witzig. Und auch nicht funny. Okay, ich habe jetzt 2-mal Mana-Kristall. Aber was bringt denn das? Ja, wenn du einen Zauberstab hast, der Mana verbraucht, dann hast Du du halt. kannst im Journey-Mode auch auswählen, welcher Schwierigkeit sie spielen. Stimmt. Ich glaube, das ist aber gerade einfach der Der entspannte mittlere Modus. Modus. Also von der Fähigkeit her. Ja, kann gut Der sein. entspannte Modus. Ich Mit dem glaube, das ist komischen Vogel dabei. tatsächlich der entspannte Modus. Ich frage mich gerade eher, warum du noch 600 Fuß von mir weg bist. Ich kämpfe gerade. Wo warst du denn? Ich bin am Kämpfen. Also der Laternenring extra Lack. Ich kann dir sagen, es Ach, dauert noch warte mal. sehr, sehr lange. Hör zu, die Laternen bringen extra Lack bei seltenen Gegenständen und in der nächsten Nacht nach dem Besiegen eines Bosses. Also die sind wohl ganz gut, wenn die erleuchten. Ah, ja, okay. Ja, vielen Dank. Das heißt, wir haben ja letzte Nacht das Auge besiegt, ne? Oder so. Und deswegen kommen wir diese Laterne im Hintergrund. Scheiße. Scheiße.
Ich bin in so ein, ich bin in so ein Loch gefallen. Oh ne. Ja, kannst du nicht abbauen, ne? Kann ich nicht abbauen? Nee, musst du dich hochbauen. Ich hoffe, du hast Blöcke dabei. Ja, zum Glück. Ja. Hoffe ich für dich. Aber mich greifen diese scheiß Viecher an. Erstmal hier dicht machen. Du hast die beste Rüstung von uns beiden, also beschwer dich mal nicht. Ja, die tun mir auch nichts, aber trotzdem. So, nein. Jetzt kommt noch da raus. Okay, hab's geschafft. Ach so, dupen heißt duplizieren. Na gut, hätte man sich auch denken können. Ach so, ja, das hatten wir gerade schon, das Thema. Da waren wir gerade erst. Aber meinetwegen kann echt wieder Tag werden. Die Viecher laufen die ganze Zeit hinter Ich mir warte her. hier auf dich, ne? Oder so ein besseres Schwert wäre halt auch cool, wenn man die halt mal eben one-shottet. Ja, besser von allem wäre ganz gut. Der Goldbogen ist auch nicht so das Geilste. Doch, wir wollen eigentlich dieses Duplizieren machen. Nur wir müssen da uns erstmal Okay. reinfuchsen. Weil Aaron halt Ja. immer so einer von den alten Hasen ist, der da eher die alte Variante spielt. Deswegen müssen wir erstmal gucken, was jetzt hier Sache Ja. ist. Die hätten wir auch spielen können, übrigens, ne? Nein, die neue ist aber ganz entspannt eigentlich mal so zum Testen. Also finde ich gar nicht schlecht. Aaron, du weißt nicht, wo man das Duplizieren macht, ne? Also uns wurde nur gesagt, dass man halt von einem Item, das kann man irgendwie hier gucken, da steht zum Beispiel Research 25 Mortu Unlock Duplication, also dass man halt da 25 Stück von haben muss. Aber wo das geht, wissen wir glaube ich noch nicht. Nee. Hier ist übrigens jetzt das Schneebiom. Ja gut, Schnee. Das war ja vorhin nur gefragt. Jetzt muss ich mal kurz Wegen schaffen. Mitspielen heute leider noch nicht. Wir müssen erstmal hier noch. Das ist halt unser erster Stream jetzt, mehr oder weniger. Werden aber wahrscheinlich die nächsten Tage noch weiterspielen und auch vielleicht so Community-Sachen machen oder so. Weil wir von YouTube kommen. Dann kannst du auf jeden Fall auch mal mitspielen. Das ist natürlich kein Problem. Kannst natürlich gerne einen Also. Follow da lassen, dass du immer weißt, wenn wir online sind. Ein Joke. Nee, aber wie gesagt, kannst gerne die Tage mal mitspielen. Das sollte kein Problem sein. Ins Schneebiom Er schreibt möchte der gerade, Weihnachtsmann. links ist der Dschungel. Ja, den Weihnachtsmann haben wir ja noch gar nicht. Der Was Weihnachtsmann, muss man die erfüllen für Frau den mit den roten Weihnachtsmann? Haaren, der Roboter und der Mann mit dem Zylinder, dem ich nachts nicht begegnen möchte. Wollen wir hier schon mal ein kleines Haus bauen? Für die? Ja, ich glaube, es ist noch keiner von denen da. Aber man könnte ja schon mal vielleicht anfangen, hier einfach so ganz klein. Ja, klar. Der Weihnachtsmann. Unter Also, ich meinem glaube, Inventar wen ist möchte der? anzeigen. Also, ist das Billy? Meinst du hier diesen Baby Finch? Oder was meinst du? Welchen Finch? Er hatte gerade geschrieben, unter meinem Inventar ist ein Zeichen. Soll ich mal draufdrücken? Also wenn der das Zeichen speichern und beenden meint, klickt er mal nicht drauf. Ich glaube tatsächlich da oben. Okay. Also bis jetzt ist Also noch man muss eine keiner bei Armee besiegen, damit er kommt. Aua. der Für den Weihnachtsmann. Weihnachtsmann muss man eine Armee besiegen. Was für eine Armee? Die ist super witzig. Kannst du mal kurz helfen, das Haus hier hochzuziehen? Ja, ich war gerade echt überrascht, wie viele Leute es gibt bei Achso, Terraria. wenn es offen ist. Du hast noch mein ganzes Holz, ne? Oh, ich habe zwei Achso, Burger. hier, guck mal, ich Also habe Bock auf dieses. einen Burger? Alter, ich habe dieses Duplication-Menü gerade gefunden. Das ist dieser, wenn du das Inventar aufmachst, ist dieser
Dieser Power-Menü da mit dem Hasen. Und Frostmoon. Das ist ja einfach mega harte Cheaten oder so. Ja, das ist wahrscheinlich dieses Journey, was wir gerade spielen, ne? Journey Ja, ist doch. muss man das machen? Keine Ahnung. Kannst du jetzt mal diese Powerbank? Ja, die. Es soll ja nicht zu einfach werden irgendwie. Ich hätte auch gar keine Ahnung von. Lass mal hier alles aus diesen Bohrholzmöbeln bauen. Pass auf, ich gebe dir erstmal einen Burger. Da ist ein Ja, Pinguin. wollte ich auch gerade sagen, einfach ein Pinguin, wie geil. Oh. Okay. Das war's mit dem Pinguin. Oh, ich habe gerade hart gefailt. Mit was? Hier im Schneebiotop hast du halt anderes Holz und ich habe außerdem mit unserem richtigen Holz gebastelt. Ja, ich wollte dich gerade schon fragen, warum du jetzt die in eine Richtung aus dem Schneeholz machen möchtest. Ja, ich mach das mal kurz nochmal Und anders. das Haus an sich einfach aus dem Aber ich finde das eigentlich ganz geil, Aber wenn das so ein bisschen angepasst ist. ja, Kannst du vielleicht ziemliches noch kurz ein Design. paar Bäume fällen? Dann kann ich das hier fix fertig Ich bauen. habe welche Axt? Du hast meine Axt seit Ja, dann Beginn, komm kurz weil her. deine ja Dann den verloren hat. crafte Ja, doch das einfach geht. kurz eine. Ja, nee, du hast ja meine. Craft du dir eine? Du sollst den Burger nicht essen, hat er gesagt. Und auch Ja, hab ich schon gemacht. so ein Weinsmiley. Die Nachricht kommt ja früh. Ja, dann gebe ich dir jetzt meine Axt und du kannst dann. Hier. Hast du sie? Ja, ich hab sie. Dann bauen wir bitte ein bisschen Holz Ja, ab. ich bin jetzt besser, wie viel brauchst du ungefähr? Ich würde das Haus, glaube ich, 2 Etagen hochbauen. Und dann Also ich halt. gucke noch mal kurz auf das Und noch die Bild. Wandverkleidung brauche ich dahinter. Hier ziehen 4 Leute ein. Laut Ja, dem Bild dann passt von das ja mit 2 Etagen. Lukas. Also durch das Duplizieren ist halt mega einfach. Ja, gut, das ist ja. Ja, nee, das machen wir nicht. Ja. Wir spielen schon den leichten Modus und dann auch duplizieren. Nee, 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 nee. Bisschen Herausforderung wollen wir auch noch haben. Wie macht man sich denn jetzt diese Axt? Gefrorene Klappe. Schneeziegel. Eisziegel. Auch nicht schlecht eigentlich. Also Geld duplizieren ist halt ganz nice, aber zum Beispiel Erze oder so, das ist wohl ganz krank. Ja, ist halt auch scheiße, wenn dann. Dann brauchst du ja irgendwann gar nichts mehr machen, wenn du es duplizierst. Ja, das ist ja wirklich wie cheaten. Und ich kann Eisfackeln herstellen. Aber keine Axt. Ich habe jetzt hier erstmal 300 Holz. Jo, gib Reicht mal. das? Wir brauchen Eisen. Ach, das habe ich in unserer Kiste gelassen. Ja, das reicht. Kannst du mir erstmal geben, wenn du Bock hast. Dann kannst du noch einen Korn Ja. abholen. Ich hab Bock drauf. Kennst du das Video? Kannst du noch einen Korn abholen, wenn du Bock hast. Kennst du? Ja, kenne ich. Acht Armee einen reingeorgelt. Was wolltest du noch haben? Eisen. Habe ich 10 Stück. Du kannst ja mal, wenn du Bock hast, mal gerade eine Axt herstellen. Habe ich jetzt irgendwie nicht so viel Bock drauf. Wo hast du denn das Holz hingelegt? Ich alles dir Achso, gegeben. da. Ja, ich hab's. Also, wenn du das Holz jetzt auch verloren hast, 300 dann war ja wirklich hier gleich. gelogen.
Also Aaron, wir können auch unsere Gegenstände duplizieren. Das ist halt auch gut. Ja, okay, das ist ja vielleicht noch ein Was ist bisschen das? brauchbar. Was hast du hier Also hingehangen? eher so, ne? Das ist ein Banner. Da hat man bessere Stats gegen diese Viecher aus der Corruption Zone, die wahrscheinlich niemals hierher werden kommen. Herkommen werden. Aber es sieht sehr schick aus und passt gut in die Einrichtung. Muss man ja auch mal so sagen. Reicht das Holz denn aus hier langsam, oder? Ja, ich mache jetzt noch mal kurz die Wände. Aber ich kann dir auch meine Rüstung geben, wenn du willst. Also duplizieren. Nee, die kannst du behalten. Also duplizieren halt, dann habe ich die auch und du hast die auch. Ja. Oder wollen wir es klassisch spielen? Wir spielen es klassisch. Okay. Ganz locker. Man kann ja später vielleicht duplizieren, wenn irgendwie noch Sachen sind, die richtig selten sind oder Ja. Die beide haben vielleicht. genau. Also dafür sehe ich es ja noch ein. Für sowas halt. Wenn wir die Sachen eh beide haben, dann brauchen wir das ja nicht unbedingt machen. Ich weiß gar nicht, bis wann wir machen. Ich denke mal, bis wir keine Lust mehr haben. Also ich habe aktuell noch ein bisschen Bock. Hast du jetzt zurzeit Ferien oder Urlaub oder wie sieht es bei dir aus? Meinst du mich? Nee. Was hat er dir geschrieben? Bei Discord Lukas oder was hast du gesagt? Das, ja. Wird wahrscheinlich so heißen. Der Burger. Ach, der heißt. Ach so, jetzt habe ich das mit dem Burger auch verstanden. Aaron, du wolltest doch vorhin den Burger essen. Ja, sicher, habe ich schon Ja, gemacht. und War sehr er gut. heißt ja Burger Map, oder? Also Burgerman wahrscheinlich 01. Nee, er hat morgen Schule, aber scheiß drauf. Ja, aber welches Bundesland wohnst du denn, wenn du morgen Schule hast? Ist doch fast noch überall Ferien, oder nicht? Oder Wahrscheinlich, NRW? Nee, NRW muss wieder hin, ne? Ich glaube, Nordrhein-Westfalen muss wieder zur Schule. Was? Ich sag Schleswig-Holstein. Ich sag Nordrhein-Westfalen. Mal gucken. Schon nicht erst sowas. Jo, NRW, ich hab recht. Ja, Wie alles. NRW, dann haben die wieder Schule, das ist ja Ich glaube, die krank. haben. Ich glaube, also ein Kumpel von mir, der hatte letztens Einschulung auf der BBS. Das war letzte Woche. Haben die wahrscheinlich seit morgen oder ab morgen oder ab letzte Woche. Schätze ich mal. Das ist ja heftig. 6 Wochen wieder vorbei. Ab Mittwoch haben sie wieder Schule gehabt. Ach so, ja, okay, ja, Mittwoch. Das war ja erst gestern. Also letzte Woche. Ja gut, dann passt das ja, wie ich gedacht hatte. Aber Schule macht ja Spaß. Ist das bei euch auch so anstrengend mit den scheiß Masken, dass du da. Also bei meiner Schwester, die ist ja jetzt auch noch. Die ist jetzt in der 12. Warte mal. In der 13. In der 13. kommt die jetzt. Die muss da diese Maske aufsetzen, dann irgendwie zu ihrem Platz gehen, die Maske wieder absetzen. Das ist wohl komplett Cancer. Ja, bei ihm ist es auch scheiße. Kann ich mir auch absolut vorstellen, ey. Hab ich auch gar keinen Bock drauf. Wir haben zum Glück Online-Vorlesungen bei Uni. Ja, das ist entspannt. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Was denn? Ach, Aber ich muss jetzt kurz. die müssen in NRW die Masken tatsächlich durchgehend tragen. Das ist ja noch beschissener. Durchgehen ist aber auch echt heftig. Ja, das stelle ich mir auch scheiße vor. Vor allem bei den Temperaturen zurzeit. Also nächste Woche ist ja nochmal okay so. Unter 30 Grad, glaube ich, aber trotzdem, das geht ja nicht klar. Viel zu warm. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Okay, wir haben, glaube ich, doch kein Problem. Haben wir eins? Warte mal. Wo habe ich denn hier? Ja, okay. Nee, nee, nee. Den Ich dachte YouTube-Link kann ich mir gerade. nachher mal angucken. Ich kann das gerade nicht. Weil ich muss erst mal gucken, nicht, dass der Stream sonst abstürzt oder so. Oder Aaron, kannst du sonst den. Ah, du bist auch am Stream, ne? Sonst gucke ich mir den nachher mal in Ruhe an. Den was? Er hat gerade einen YouTube-Link reingeschickt, den würde ich mir nachher einfach mal angucken. Wie weit bist du mit dem Ha, er sagt, er hat schon längst reingefolgt. Das freut mich Haus? natürlich sehr. Ich bin gerade fast fertig. Also ich baue jetzt noch. Was ist denn das? Ey, ich kann eine Schutzbrille basteln. Wo muss man die denn reinpacken? Wichtig. Jo. Ja, die bringt, achso, warte mal. Eine Abwehr. Aber die bringt tatsächlich gar nichts, wenn ich die das da rein mache. Das ist egal. Ich muss noch die Wände hinbauen und Fackeln setzen, dann bin ich ja nicht fertig. Ich hätte gerne noch eine Tür, dass man oben und unten reingehen kann. Tür. Ja. Hast du eine Falltür, meinst du? Ne, eine richtige Tür. Vor oben. Ja. Warte Ach so, mal. er hat das mit dem Cornerpolen geschickt. Ja, na klar, das kennt man ja. Das habe ich auch auf dem Handy, das kann ich auch mal abspielen, wenn du Bock hast. Da habe ich auch letztens einen Remix. Da habe ich letztens einen Remix zugeschickt bekommen. Der war auch krank. Kennst du eigentlich das Video, Aaron, wo bei uns hier im Nachbardorf einer so eine Perle auf der Motorhaube durchgeknallt hat? Und dann fahren da so Männer hin und sagen so, yo, Petri Heil. Ah ne, warte, Waldmannsheil, sagen die. Und fahren dann da so hin und der bumst die da Was? einfach auf der Motorhaube, weil das war auch echt krank. Nein. Und dann ist auch Kennzeichen und so zu sehen, ne? Und ja, wir wohnen in Niedersachsen. Ich bin so froh, dass ich nicht da wohne, wo du wohnst. Das war in Rinteln, Mann. Ja, trotzdem. Ja, ich wohne da nicht. Aber Egal, das das sieht man trotzdem einfach auf einfach diesem nur. Nummernschild. Das ist so krank. War das vielleicht Marcel? Kann ich mir sogar bei ihm zutrauen, ey. Ey, würde ich ihm auch zutrauen, ja. Ja, wir kennen uns tatsächlich in echt. Wir kennen uns seit der 5. Klasse. Wann ist denn das jetzt? Wann ist die 5. Klasse gewesen bei uns? Wir kennen uns seit 12 Jahren. Krass, ne? Nee. 2000. Seit Doch. 12? Ah ja, doch. Ja gut, seit 12 Jahren kennen wir uns tatsächlich. Heftig. Jo, 5. Klasse war 2008. Oder? Ja, seit 12 Jahren. Alter, das krank die Zeit. Das heißt, wir kennen uns länger, als wir uns nicht kennen. Oder? Schon heftig. Was? Wir kennen uns länger, als wir uns nicht Hast du es kennen. nicht verstanden? Nee. Was? Naja, wir kennen uns jetzt seit 12 Jahren und seit 10 Jahren, also 10 Jahre davon kennen wir uns nicht und 12 Jahre kennen wir uns, also insgesamt. Weiß ich Ach das? so, also das. Ja. Ja, wir kennen uns länger, als wir uns nicht kennen. Ja, wie willst du das denn ausdrücken? Wir kennen uns seit 12 Jahren. Punkt. Mein Wasser ist alle. Kannst du mir mal das Wasser reichen? Was ich auf jeden Fall machen werde, ist jetzt erstmal Wasser lassen. Also jetzt echt. Kein Witz. Ach so, und ich schenke dir einen Eiscreme-Becher. Kein Witz. Kann man den hier In platzieren? Terrarium. Bis gleich. Bis gleich. Ich gehe auch mal ganz kurz los und hole kurz was zu trinken.
So, sind wir wieder zurück. Alter, hier oben in meinem Zimmer ist es auch gefühlt 30 Grad. Ob wir, ja, also, wir kommen halt von YouTube. Wir hatten früher einen YouTube-Kanal, auch relativ lange. Moment, 10. Klasse. 6, 7 Jahre haben wir den gehabt. Da haben wir, glaube ich, auch 1700 Abonnenten erreicht. Und da sind halt auch viele gewesen, die früher mal auf YouTube gestreamt haben oder so, oder halt auch Videos gemacht haben, die halt dann auch regelmäßig in die Kommentare geschrieben haben. Aber das haben wir halt schleifen lassen, relativ lange. Und ja, man hat dann angefangen zu studieren und so ein Kram, hat dann nicht mehr die Zeit gehabt. Ist teilweise auch erstmal so für das Studium halt weggezogen und dann hat es alles so ein bisschen verflogen. Also auf dem Kanal, der ist halt jetzt tot. Und jetzt haben wir halt gedacht, machen wir hier halt, ich glaube, Aaron hatte vor 2 Wochen angefangen wieder mit Streams. Da habe ich einfach jetzt gedacht, ich habe auch mal wieder Bock und machen wir es einfach mal. Und dann wollen wir, dass die Highlights vielleicht auf dem YouTube-Kanal wieder hochladen. Auch auf dem Rekord hier heißt, da kannst du ja mal auf YouTube gucken. Nee, haben wir noch nicht. Ich muss auch erst das freischalten bei mir. Ich muss, glaube ich, da insgesamt 8 Stunden gestreamt haben und eine bestimmte Anzahl von Abonnenten oder Follower bekommen. Wenn du Bock hast, kannst du natürlich gerne dich anbieten. Jo, er streamt auch. Er heißt Bauer Gurke, aber Bauer ohne E. Genau, kannst du ja mal auf YouTube sonst gucken. Jo, ich bewerb's. Jo, wenn du öfter dabei bist. Ich will auf jeden Fall versuchen, jeden Tag ein bisschen was zu machen. Ich habe mir selber überlegt, halt. Ich sag mal so ein bisschen, also Trage ist halt ganz nice. Ansonsten halt auch ganz klassisch, schon ein bisschen Reaction-Video-Kram und so, oder einfach mal zocken, worauf man Bock hat. Ich hätte halt irgendwie auch mal Bock auf sowas wie WoW oder so in die Richtung. Kann mal gucken, was da so drin ist. Ich denke einfach, also jetzt nichts Spezielles oder so, einfach worauf man halt Lust hat. Denke, da kommt man auch am besten mit zurecht. Ja, wenn du öfter einschaltest und so, dann werde ich auf jeden Fall, wenn wir uns auf jeden Fall öfter mal hören, dann kriegen wir es auf jeden Fall alles geregelt. Auf jeden Fall super Angebot von dir. So, moin moin. Moin Aro, wir haben schon gerade eine Bewerbung bekommen für einen Mod oder beziehungsweise VIP. Ja. Ich kann VIPs schon verteilen, tatsächlich. Ja, dann, wenn du Bock hast, dann kannst du aber auch ein VIP werden. Oder halt auch bei mir oder bei beiden. Und ich habe erzählt, dass wir unseren YouTube-Kanal eventuell dafür benutzen, um die Highlights hochzuladen oder so. Alter, warum ist das Vieh bei uns im Haus? Scheiße, das ist nicht synchron, das ist fucked up. Danke, Lukas. Ich habe mich kurz erschrocken. Hast du einen Alert bekommen oder was? Ja. Ich muss hier Aber auch. nicht nur einmal, sondern dreimal. Ich muss die Alerts, glaube ich, auch mal bei mir einschalten. Das werde ich morgen mich mal drum kümmern. Das ist irgendwie nicht gerade, keine Ahnung. Das war gerade ein bisschen heftig. Aber ich weiß noch nicht, wie das kommt. Ah, Warum der auf Scheiß. einmal. Falsche Warum das Möbel haben wir einmal gebaut. das dreimal abspielt, so. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich dich jetzt hier als. Mache ich denn das hier? Wo kann ich Thüringer dich denn jetzt hier als. Klöße, die euch gehören. Als VIP einstellen. Das noch nie gemacht. Mod-Ansicht. Okay, was passiert jetzt? Ja. Okay. Auf dich drücken und dann. Kann dich als Freund hinzufügen. Hast du noch die Axt?
Ja, habe ich. Ja, ich brauche die mal. Moment. Ich schau mal kurz nach. Oh, jetzt gibt es einen Schneesturm. So. So, Schnee schon wieder vorbei. Ja, ich glaube, Mod kann ich machen. Dann für VIP und Mod-Nutzung kann, muss ich auch erst das freischalten, ne? Ich glaube, da musst du erst diesen Community-Ding machen. Wie viel waren das nochmal? Kannst du das nochmal kurz nachgucken? Kann ich dir sagen, ja. Moment. Und Dafür die Axt brauchst kannst du mir mal geben. du. Gebe ich dir sofort. Also der Lukas, der Burger Map 01 ist jetzt Moderator bei mir. Ja, ich würde den Kannst du nämlich auch bei dir auch. machen übrigens, Würde ne? ich nämlich auch gerne In deinem einstellen. Chat, Kai. Wie geht das denn? Musst du im Chat bei dir schreiben, slash Mod und dann den Namen. War doch einfacher als gedacht. So, um VIPs zu verteilen, brauchst du 50 Follower und 5 Jo, jetzt habe ich ihn Leute, auch die Moderator. gleichzeitig chatten. Nochmal bitte was? 5 530 Chat. Follower. Nee, warte, 50 Follower. Ja. Und einmal Und müssen 5 Leute aktiv schreiben. fünf Leute gleichzeitig. Aber das kann man sich irgendwie ein bisschen zurechtschummeln. Aber Ja, 50 da Follower, da regel müssen wir die. natürlich wieder ein bisschen Power machen, ne? Müssen wir jeden Tag streamen jetzt. Ich bin dabei, ich werde das durchziehen. Da, Ja, ja, ist auf jeden Fall das schon will mal ich ganz geil. sehen. Das will ich sehen. Also Burger Map 01, der Lukas ist jetzt Mod. Sehr gut. Endlich mal wieder Moderator hier im Channel. Finde ich sehr Ich gut. hoffe, er nimmt seinen Job auch ernst. Ah, der Lukas. Was Kann das denkst du, wie Gewitter bei vernünftig er Terraria ist? eigentlich ins Der Haus kommt aus einschlagen? NRW. Ja, so ist das. Kannst du mal den Baum hier vom Haus fällen? Ich glaube, es kann nicht brennen. Wenn doch, habe ich das noch nie gesehen. Also wenn du bei dir im Chat halt schreibst, slash mod und Ist das dann nur jetzt für den Stream oder ist das den generell, wenn er wiederkommt? Namen einfach. Ah, jetzt habe ich auch hier so ein Schwert hinter seinem Namen. Kann ich die Symbole auch noch ändern? Hast du geschafft? Was? Nee, das ist dann für immer. Ich meine, kann ich das Schwert auch zum Beispiel ändern, dass ich das austausche gegen ein anderes Symbol? Du wolltest die Axt wieder haben, ne? Ja, wäre cool. Da. Die ist übrigens richtig gut, ne? Die hat voll viele Stats dazu. Also bitte nicht verlieren. Dankeschön. Nee, ich hab's nur wieder eingebaut. Alter, ist das laut. Aber soundmäßig ist soweit alles in Ordnung, oder? Frage an den Chat. Hast du es geschafft mit dem? Mit dem als Moderator hinzufügen. Ja, er hat mir jetzt wieder so ein Schwert. So. Kann ich das Schwert dann auch ein anderes Symbol hin machen, Aaron? Weißt du So das? ein Schwertsymbol, ne? Ja, kann ich das anders machen? Was für ein Symbol? Was? Was für ein Symbol brauchst du? Ja, ob ich das Schwert anders machen kann. Ob ich da vielleicht eine Heidelbeere oder so oder irgendwas. Was halt so zum Account passt, vielleicht.
Das kannst du machen, wenn du Partner bist mit Subscribern und so. Ach so. Da kannst du ganz viel Also wenn die einstellen. mich abonnieren, dann Aber haben die ein jetzt anderes bist du Bild. einfach nur ein Typ, der auf Twitch streamt. Da werde ich da auf jeden Fall mal Mehr dranbleiben. nicht. Da habe ich nämlich Bock drauf. So, unser Haus ist eigentlich soweit ready. Für den Weihnachtsmann. Perfekt. Das hört man noch gerne. Irgendwie muss da noch ein Dach drauf, sonst sieht das so schmutzig aus. Ich finde, das können wir so lassen hier einfach. Wie ein großer Bunker. Ich würde halt vielleicht ein Dach drauf bauen, aber dann lassen wir das so. Wobei hier links noch eine Tür reinbauen, dass man hier durchlaufen kann, theoretisch. Oder man könnte auch rüberspringen. Ich finde das halt cool, wenn die Slimes so ein. Oh. Ups. Alter! Junge! Wie ist das denn jetzt Mann, passiert? fick dich! Jetzt muss ich den ganzen Scheiß hier wieder hinbauen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Mann. Ja, wirklich, also. Keine Ahnung. Ich Ja. glaube, das war so ein Slime. Warte, wo ist der Habe ich Stuhl? wieder gesehen. Wo ist der Stuhl, der da stand? Das war auf jeden Fall ein Slime. Ich habe Hier den rechts gerade noch fehlt weghüpfen sollen. ein Tisch und da links ein Stuhl. Ich glaube, die hast du eingesammelt. Ich habe nichts eingesammelt. Was? Ich habe nichts eingesammelt. Ja, wo ist denn der Tisch? Explodiert. Nein, ich habe nur den Holztisch im Inventar. Guck mal echt nach. Ich habe wirklich nichts. Ich habe einen Burger. Nehme ich auch, esse ich auch jetzt. Ich habe halt wirklich nichts. Ja, aber hier muss halt noch ein Tisch rein, dass dann halt auch alle vier Leute einziehen können. Hab Ja, ich. da muss noch mal kurz einbauen. Ich hab Geht ja ihn. schnell. So, jetzt können wir weiter loslegen hier. So, dann jetzt ab in die Wüste. Gehen wir jetzt weiter? Ja, sieht gut aus. Er schaut auch, das tut so weh. Wahrscheinlich, weil du alles kaputt gemacht hast. Es tut so weh. Die Fische sehen einfach aus wie. Nein, das war ein Slime. Nein, diese Fische, die hier Ich rumfliegen, konnte wirklich die sehen nichts aus wie für. diese Fische von Pokémon. Ich weiß gerade nicht, wie Es die war heißen. einfach ein Slime. Reimara oder so. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ah, und jetzt die Wüste, ja moin. Hör auf! Junge, lass das! Es gibt Cashies Castle. Takeshis Castle ist echt immer cool gewesen. Ach so, oh, warte. Wüste. Wüste, Wüste, Wüste ist. Ist doch hier. Mit den Kakteen oder nicht? Der Mann mit dem Turban, der die auf jeden Fall abzocken Ja, aber wird. hier ist doch die Wüste, ne? Dann der Waffenhändler, glaube ich. Und Frau oder Mann. Keine Ahnung, sieht aus wie ein Hipster. Hipsterfrau, Mann. Wie viel? Insgesamt? Drei Leute. Nur drei Leute. Drei Leute wollen hier gerne wohnen. Die haben aber noch keinen gesehen, glaube ich. Brauchst du noch Holz? Aus Kaktus kann man Du kein kannst hier Holz. übrigens. Doch kannst du kannst, wenn du aus Kaktus bauen. Dann würde ich ein Kaktushaus bauen.
Kaktushaus klingt gut, ja. Sieht doch cool aus, muss ich sagen. Auf Also jeden wie viel waren Fall. das insgesamt? Drei? Drei Leute. Okay. Dann, Du kannst mal. Du kannst bauen. Ich gucke hier kurz, was in der Höhle Ich habe ist. diese dummen Eicheln, ich will die nicht. Ich kann man nicht wegwerfen. Ich habe gehört, die sollen sehr gesund sein. Viel Omega-3. Wieso wird eigentlich die ganze Zeit hier Geld gedroppt? Sieht so scheiße aus. Ich fass es nicht. Findest du ein Kaktushaus nicht cool? Steuerung? Keine Vor allem Ahnung. hier ist Schneesturm und dann ein paar Zentimeter weiter ist einfach Wüste. Was macht Was brauchst du Steuerung? denn? Steuerung, was macht Steuerung? Da ist irgendwas gelb dann. Aber was genau? Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir ach so, man kann Eine automatisch Tür. die Sachen vor uns abbauen. Kannst auch eine Kaktustür bauen, ne? Nicht vergessen, wir brauchen drei davon. Ja, ich habe drei Kaktustüren. Wir müssen auch Kaktuswand bauen. Alles aus Kaktus. Das wird ein Kaktushaus. Und dann werden wir Ja. direkt die Leute da einziehen lassen. Du musst dann gleich mal sagen, welche da wohnen wollen. Ich gebe dir Habe ich doch mal. gerade schon gesagt. Wir brauchen halt viel, viel mehr Kaktus. Jo, das ist. Der Steuerung ist wohl ganz gut für die Hintergrundwände, das ist gut. Weil wir müssen ja auch hier noch Hintergrundwände hinbauen. Ja, pass Wie auf, viel gib mir waren mal das die jetzt? Axt. Drei waren das, Drei ne? Leute. Danke. Drei. Danke. Hallo, Oh, der Hanu. der Stoffhändler. Farbstoffhändler. Ja, wahrscheinlich Farbstoff, oder? Richtiger Farbstoff verkauft er. Warte, jetzt noch ein Waren Stuhl. jetzt die. Wolltest du. Achso, Axt liegt da. Und. Okay. Hä? Stuhl, Truhe. Das ist eine Truhe? Was ist das? Achso. Warte mal, das ist der Stuhl und das ist die. Scheiße, das ist die Tür. Wo ist denn der Tisch? Kaktuswand? Kaktuswerkbank? Gibt's keinen Kaktustisch? Doch, gibt es. Pass auf, ich hole jetzt den ganzen Kaktus. Ja, aber wo soll denn der Tisch sein? Da brauchst du mehr Kaktus für. Dann such mal. Aber es wäre sehr komisch. Oh. Okay. Wenn es hier keinen Kaktustisch geben würde. Hole ich alles, gar kein Ding. Soll ich eine Kaktuslampe reinbauen? Ja, sicher. Alles aus Kaktus. Scheiße. Sollen den Kaktus mal duplizieren, weil er ja nicht wertvoll ist. Machst du das? Naja, weiß ich nicht. Ich wollte gerade Kaktus holen gehen und dann mitbringen. Ja, hol mir echt welchen. Bin gerade dabei. Ist auch besser so. Hinter mir ist niemand. Lul. Bam. Oder wolltest du, dass ich mich umdrehe? Ich höre das nochmal, wie jemand ins Zimmer reinkommt. Also kein Stress. Ich glaube, er wollte diesen Trick machen. Den Trick. Streamer hassen diesen Trick. Ja, wir dupen den Kaktus gleich mal. Wenn Aromir noch welchen Wie bringt. viel brauchen wir davon? Ja, ich habe jetzt einen Raum 100. fertig. Brauchen wir 100 mal Kaktus dafür?
Musst du gucken, wenn du das anmachst, weiß ich nicht. Ja, ich rede hier gerade noch lang. Ja, 100. Okay, ich habe 100. Pass auf, ich komme mal zu dir, ne? Ach, der Mann mit dem Turban ist übrigens schon da Achso, hinten, man ne? braucht übrigens 100, um den zu duplizieren. Ja. Moin. Dann Pass dupliziere den auf. mal. Musst du hier auf Escape und dann. Achso, ja, kann ich auch machen. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Wo ist der Kaktus hin? Name. Kaktus. Blocks. Kaktus. Wie geht das jetzt? Nee, sage ich nicht. Sonst bin ich am ersten Tag direkt gebannt. Er versucht echt zu verarschen. Er sagt Regen rückwärts. Oder am besten noch Grüße von Fixi Hartmann. Du musst das erste reinlegen beim Zahnrad. Ach so. Oh, wie dumm. Kaktus. 999 mal Kaktus. Hast du? Ich werde verrückt. Ja. Alter, das ist ja voll geil. Das ist echt ganz cool. Ah, jetzt kann man auch den Kaktustisch herstellen. Jetzt kannst du, glaube ich, alles aus Kaktus bauen. Kaktuskandelaber, was ist das denn? Journey ist wohl ganz gut zum Bauen. Ach so. Ja, toll. Ich dachte, Journey ist eher so Adventure-mäßig. Wie Adventure Time. Hätte ich halt auch gedacht, dass es eher so Adventure ist. Weil man halt das echt so auf 999 macht, Alter. Das ist ja schon heftig. Inventar ist schon wieder voll. In der Wüste schneit es. Cooles Spiel. Gibt's nicht auch vom Kaktus diese Block? Diese komischen Stufendinger? Ach hier. Ich glaube, von Kaktus gibt's alles. Ich baue jetzt einfach 3 Etagen hoch. Das waren ja nur 3, ne? Hast du gesagt? Drei Leute, ja. Dann kannst du den Ich ersten glaube, schon einer mal. ist schon da. Den ersten können wir schon reinziehen, eigentlich. Ja, mach ich mal eben. Hanno. Zack. Ich hoffe, der kommt jetzt auch hierher. Und findet den Weg. Andere gar nicht, Alter 4. Was ist das denn? Ach, das ist ein Item. Gerade schon ein bisschen gewundert. Sind das die Kaktuslampen? Ja. Die sehen ja immer richtig scheiße aus. Ja, aber die passen halt zum Rest. Ja. Oh. Ich glaube, die eine Zoofrau verkauft ein Item, das man, wenn man Escape drückt, dann nicht angegriffen werden kann. Aber das kostet auch ein bisschen. Hast du den eigentlich jetzt hier schon rübergezogen? Ja. Der ist wahrscheinlich hier, wenn wir gleich weg sind. Jo, perfekt.
Und die anderen waren ja im Dschungel, ne? Ja. Warte, dann baue ich Den müssen wir jetzt erstmal finden. kurz noch die Wand hier einbauen. So mit 999 mal Kaktus ist schon ein anderes Spielerlebnis. Wie viel Kaktus hast du jetzt? Ich habe noch 917. Ja, reicht ja auch erstmal, oder? Boah, denke. Ich werde nachher nie wieder was mit Kaktus bauen. Nie wieder. Naja, was denn? Ja. Gute Frage. Irgendwas kann man immer aus Kaktus bauen. Kaktus ist doch sowas Tolles. Nichts Besseres als Kaktus. Auch das Lied Sommer so eine Kaktus ist ja wohl ein Vor mir wissen das nochmal. All-Time-Klassiker. Sommer, Sonne, Der auf Kaktus. jedes Laptop passt. Ha! Warte, Ja, kennst du, wer hat kennst du, das denn kennst nochmal gesagt? Ich erinnere mich gerade nicht. du. Ja, doch, ich erinnere mich sehr gut. Ha! War das Jan? Sommer, Nein. Sonne, Kaktus. Die Sonnenblumen Viele leuchten wollen auch bei uns Nacht. Pitch. Ich drück mal auf Fluch. Wen hast du denn jetzt drauf beschworen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da stand, ich soll auf Fluch drücken. Und ich dachte mir ja, okay. Eine Waschmaschine werde ich jetzt ja wohl nicht geschickt bekommen. Danke für Aber nichts. es spawnt einfach erstmal ein Skelett in meinem Gesicht. Ist der schon tot? Nee. Geht er nochmal hin? Ist er weg? Er ist weg. Der Typ ist auch weg. Ja, sehr lustig, sehr lustig. Hier können wir gleich auch noch mal hingehen. Also mir hat er nicht ganz so viel Schaden gemacht. Und ich habe auch noch die schlechte Rüstung von uns beiden. Dann ist das ja ein Also er Easy. ist vielleicht... Vielleicht ist er doch noch Dann machbar. ist Aber das ich ja habe ein kaum Schaden an Selbstläufer. dem gemacht. So, ich muss jetzt noch einen Stuhl craften. Und einen Tisch. So, fertig. Jetzt können wir drei Leute hier einziehen lassen. Müssen wir erstmal finden, die drei Leute. Pass auf, komm mal mit. Nach links. Denn du wirst deine Schutzbrille brauchen. Warte. Kommst du Die hinterher? Schutzbrille habe ich da. Ja, setz sie mal auf, die Schutzbrille. Man schreibt Geld übrigens mit Y, nicht mit J. Pass auf, weiter, weiter, weiter. Was mit Y? Er hat geschrieben, kannst du mal und dann halt sowas wie wenn Bart Simpson bei Mo anruft und sagt. Lass mir ran, ja, ist da eine, denn sie will ja mit Vornamen Lass mir Ach ran, ne? so. Ja, hast du gut erzählt. Also, Warte, gehen wir hier runter. ich mach erst mal. Nein. Steht Doch, man. komm mit, ist doch. Warte, Nein, ist doch. erstmal mein Inventar ist halt komplett voll. Pass auf, nimm mal diesen Trank auf jeden Fall mit. Setz die Schutzbrille auf und lass mal Was ist denn runtergehen mit diesen Bannern?
Ja, nimm mit, wenn du willst. Das Ding ist, Aaron kennt Hier das Spiel und ich ist. weiß auch, dass hier unten die Gefahren lauern, aber Aaron will halt hier runtergehen. Nein, nix Gefahr, nix Gefahr. Ja, komm, wir gehen runter. Aber ja, okay, ich weiß ja, dass du so ein Fan von Deko bist. Und hier sehr viel Deko zum Mitnehmen. Mein Inventar ist aber voll. Ja, dann schmeiß was raus. Guck mal, dieses Bücherregal da oben. Da ist so ein Heiltrank. Ey, diese Deko ist da echt ganz nice. Ja, sag ich ja. Als ob hier irgendwelche Gefahren sind. Glaubst du, ich würde dich irgendwo hinlocken? Hier sogar eine Wasserkerze. Das ist doch sehr schön. Der schmeißt wieder mit Granaten, der Junge. Hallo, lass das. Aber du, ne? Ich brauche jetzt das Kommst du jetzt Bücherregal. mal langsam hier hinterher? Was ist denn das hier für ein Item eigentlich? Holzregal. Also wir können Bücher und Ist Holzregale wie bei Ikea einsammeln. hier. Ja, ich merke es schon. Ja, nimm mit alles. Der Endgegner hier drin one-hitted, ne? Aaron. Was für ein Endgegner? Mann, wahrscheinlich ist hier kein Endgegner drin in der Bude. Nein, hier ist es Bücher und Fackellagerregal. Was heißt Lagerregal? Lob. Was heißt Lagerregal rückwärts? Hä? Ja, sag. Ja, nee. Ja, Lagerregal. Die Sache müssen wir mitnehmen, dann können wir die bei uns ins Haus stellen. Ja, deswegen bin ich doch Oh, hier. Junge! Oh, Alter! Junge! Was sollen wir denn da machen gegen den? Weiß ich nicht. Das habe ich aber so auch nicht kommen sehen. Das war, ich hab mich gerade voll ein bisschen erschrocken. Dass der so früh kommt, ich dachte, der kommt ganz am Ich Ende hätte auch erst. gedacht, der kommt weiter unten. Ja, scheiße. Ja, war so nicht geplant, aber. Toll, alles wieder umsonst. Nein. Pass auf, es hat sich gelohnt. Ja, ich hänge jetzt erstmal hier ein Hier, bisschen Deko. Holzregal. Für die Deko Ich hat es sich fand echt das nur gelernt, gut. gelohnt. Hast du noch Bücher mitgenommen? Aber wir müssen zuerst den Fluch Nee. besiegen, Auen. Da fragt man sich, was für ein Ja. Fluch. Bei dem Fluch bin ich weggelaufen. Ich glaube, das war der. Also dachte, du hast den easy besiegt. Ja. Nee. Eher nicht so easy. Aber jetzt frage ich mich, kommt der Fluch nochmal wieder? Weil der Typ war weg. Oh, lol. Das wäre dieses Skelett, was da Da kommt ein Skelett mit zwei rumgeflogen Armen ist. von so einem alten Mann. Ja, genau. Da bin ich aber kurz mal abgehauen, weil ich glaube ich auf die falsche Taste gekommen bin. Oh, kann man Sonst so hätte ich den locker gemacht. sagen. Sonst müssen wir bei Nacht nochmal dahin gehen. Bei Nacht ist es bestimmt nicht so schwer. Ja, wenn er bei Nacht hier draußen spawnt, dann kann man da irgendwas machen vielleicht. Brauchen wir jetzt gute Sachen für. Also tatsächlich, so wie du mal, also der Mann, der steht, den musst du in der Nacht ansprechen, dann steht der Fluch und dann kommt der. Kannst du nur aufhören, im Haus Bomben zu werfen? Das waren keine Bomben, das waren Granaten. Hast du gehört? Der Mann, der in der Nacht da ist, den muss man Ja. ansprechen und dann auf Fluch drücken. Ja gut, wenn er nachts wiederkommt. Dann ist ja Aber kein Ding. ich glaube, ich mache gleich Feierabend. Wir sind doch schon seit gleich 3 Stunden dabei.
Dann würde ich sagen, machen wir morgen den Flug, oder? Ja, auf jeden Fall. Hätte ich Da Bock sehe drauf. ich uns ganz weit vorn mit dabei. Ich sehe mich da. Morgen, 18 Uhr. Nee, 18 Uhr ein bisschen früh. Morgen, Mit 19. dem schönen Kardinal hier bei uns sitzt im Haus drin. Hier müssen wir eigentlich auch so Tiere leben lassen. Ja, bei der Frau da oben, bei Foxy kannst du eine Katze kaufen. Was kostet die denn? Kostet 4 Gold. Er sagt, wir schaffen es nicht, den Fluch zu besiegen morgen. Was soll das denn heißen? Jo, denke ich auch. Easy schaffen wir das. Ganz, ganz easy. Ich sehe da echt kein Problem. Da setze ich sogar erstmal eine Blume hier in den Garten hin. Scheiße, geht gar nicht. Warum nicht? Setz dir erstmal eine Ranke hier ans Haus. Oh, da ist noch eine Katze auf der Fensterbank. Ich zeige Ihnen Blumen. Wir müssen morgen erstmal gucken, dass wir vielleicht unsere Waffen mal ein bisschen besser machen. Ja, da fängt das schon mal an. Ich habe auch so einen scheiß Goldbogen mit 11 Fernkampfschaden. Da machst du halt nichts mit. Ach hier, ich hab noch was für dich. Kannst du in dein Slot ganz nach rechts bei Ausrüstung machen. Dann kannst du quasi so Was hast du mir gerade wie bei gegeben? Pok Ach, die. ja, wie bei Pokémon dieses Kraxler. Ich glaube VM3 ist das. Und wen setze ich das ein? Der hängt dich an der Wand und dann rutscht runter. Ganz easy. Hast du noch einen Platz frei bei dir? Ja, Rechts? ja. Dann kommt hier das nächste. Zack. Fessel. Ja. Hast du noch einen Abwehr mehr? Und hier ist noch ein Geschenk für dich. Und zwar eine Keine schöne. Bombe. Ach so. Nein, eine Tagesblume. Keine Bombe. Das ist eine Bombe. Warum wärst du das eben gerade dupliziert? Ja, wie du gesagt hast. Beim Power-Menü, Zahnrad, das reinlegen und dann. Hast es da bei dem anderen Menü drin? Aber wir fangen jetzt nicht hier damit an, ne? Naja, aber ich Das hab ist ja. Ich schalte das gleich aus. Wie mache ich das denn? Und was ist denn das, Scheiße, wenn ich das gar ins nicht. Zahnrädchen reinlege? Ja, dann kannst du es halt duplizieren. Das heißt, wenn ich noch nicht die 100 voll habe, dann kann ich einfach die Sachen da reinlegen und dann zählt er das schon mal hoch. Ja, vielleicht. Ach, Alter, das ist ja krank. Was hast du denn jetzt da Ich habe gemacht? gerade da Holz reingelegt und das dupliziert. Ja, okay, Holz, ja, das hat man auch schnell zusammen. Aber sonst nichts. Keine Barren, keine Diamanten. Nein, nein. Kein Geld vor allem. Das ist echt. Alter, du legst das da rein. Und dann kannst du das hier aus diesem Baukastenmenü rausnehmen. Ja, ist quasi der Creative Modus. Also quasi schummeln. Ja, das wollen wir hier nicht machen. Wir wollen das Spiel ehrlich durchspielen.
Das mit dem Kaktus, naja, gut, ne, das machen wir mal so nebenbei. Aber kein Geld und vor allem keine Burger und keine Ich Pilze. könnte auch die Bomben duplizieren. Die brauchen wir später noch. Vielleicht, wenn es ganz schlecht läuft, machen wir das. Aber erst versuchen wir das auf den normalen Weg zu Dann können machen. wir die Viecher mit Bomben angreifen. Später gibt es noch Waffen, ne? Also richtige Schusswaffen. Hast du eigentlich Hey Chris. Moin Chris. Was habe ich? noch Silbermünzen oder Kupfermünzen? Ich habe ein Gold, 35 Silber und 14 Kupfer. Kannst du mir die 14 Kupfer mal geben und die Gold-Silbernen? Für was? Wir mal was ausprobieren. Nee. Für was? Doch, gib die mal mit. Nein. Ich weiß, was du machen willst. Na, ich will echt nur mal testen. Ja, okay. Da hast du es. Soll ich dir Sag mal, meine... Chris, hast du eigentlich jetzt hier Ranked gespielt oder was? Ah, oder hast du noch die... Aaron, hast du noch die Axt? Weil die könnte man sich ja Ja. duplizieren jetzt. Ja, von mir aus. Das ist eh die Eisenaxt. Die ist super scheiße. Wie kann ich denn die Silbermünzen in den Kupfermünzen umwandeln? Du holst jetzt kein Geld. Nee, sag mal. Ja, sag ich nicht. Mach doch selber. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, dann. Keine Ahnung. Google es. Ne, ich keinen Bock drauf. Wir brauchen noch erstmal gar nicht so viel Geld. Und wenn wir erstmal ein paar Höhlen unterwegs sind, hat man mehr als gel genug Geld. Weil die droppen alle irgendwann sehr, sehr viel. Man muss gar nicht diesen Altar wegsprengen, sondern diese komischen kleinen Kugeln. Ich bin gerade nochmal hier in der Corruption Zone. Und da sind die Kugeln, die man wegmachen muss. Welche Kugeln? Ja, siehst du gleich. Okay. Später meine ich. So, ich komme jetzt wieder zurück. Ah nein, da war eine Goldkiste. Scheiße. Ich lauf noch mal kurz hin. Die will ich noch looten. Und dann. Wo ist denn das Sparschwein? Hast du eins gekauft? Nö, ich habe keine Ahnung, was ein Sparschwein ist. Das verkauft der eine Typ da. Man kann sogar die Tageszeit ändern hier in diesem Cheat-Menü. Ja, brauchen wir alles nicht. Also, wo kann man das Sparschwein kaufen? Bei dem Händler, aber welcher jetzt genau, musst du mal gucken. Glaube, der Sprengmeister. Der Sprengmeister sitzt ja auch ganz unten im Keller. Nee, der verkauft nur Bomben, Mann. Dann war es der andere. Bestimmt der richtige Händler. Ja, der Händler, sag ich doch. So, was hat der? Bergmannsschellen, Sparschwein. Der Blutmond geht auf. Ein Gold und Ja, fünf cool. Silber habe ich nicht, scheiße. Ja, Nein. ich habe ein Gold. Der Blutmond, der ist doch... Das ist doch immer so Was eine... damit? Die greifen es doch gerade alle an, oder nicht? Ja. Die kommen einfach ins Haus spaziert. Ja, die machen auch die Türen auf. Ja, wieso machst du das?
Wieso denn nicht? Weil ich nicht das Haus kaputt haben will. Ich habe hier nichts gemacht. Ich habe ein Achievement bekommen. Ja, so ein Banner kannst du aufhängen. Sieht sehr schick aus. Kann man auch die Türen irgendwie so machen, dass sie die nicht aufkriegen? Nein. Darum geht's ja. Und wie lange ist der Blutmond? Wie wär's mit dir die ganze Nacht? Also die ganze Nacht hier gegen diese All scheiß night. Viecher kämpfen. All night. Baby, we Ja. can do it, we can do it all night. Dafür gibt's aber auch irgendwas Cooles nachher. Ja, Münzen gibt's dafür. Münzen und irgendwas spawnt, Hast du ne? den Blutmond aktiviert? Ich habe hier nichts gemacht. Kannst du mir dieses Hey, wenn hier Lauftempo? einer rumcheatet, dann bist ja du Kannst du das. mir dieses Lauftempo-Item geben? Ja, ich habe gerade eins gefunden. Hier, zack, kannst du haben. Der Stiefel. Muss ich den irgendwie aktivieren oder ist der von Auto? Okay, alles klar. Musst nur schnell rennen. Ich habe übrigens wieder ein paar neue Sachen für unser Haus hier mitgenommen. Was hast du geholt? Und zwar ein Gerbottich. Kann man ein schönes Bier draus machen. Und noch so ein Kronleuchter. Und das war's. Ich hoffe für dich, dass keiner von unseren Bewohnern stirbt. Nein, die kämpfen hier selber mit. Wir müssen echt ein Dach auf unser Haus bauen, dass sie von oben nicht reinkommen. Ja, stimmt eigentlich jetzt, wo wir wissen, dass die ganzen Leute sich verteilen. Och, wie kann ich mir so viel Platz? Vielleicht fürs Lager. Aber wir bekommen wenigstens jetzt ein bisschen Münzen. Aber auch nicht so viel. Aber obwohl, 6 Silber, ja, ist okay. Wo ist denn der eine Händler hier? Mir gehen langsam die Pfeile aus. Kein gutes Zeichen. Mann, wie lange ist denn noch diese Drecksnacht? Die ganze Nacht? All Ja, night. ja, wie lange ist sie? Ja, siehst oben den Mond in der Mitte. Ja. Der geht einmal rum halt, ne? Einmal rum. Da ist vorbei. Alter. Einmal rum. Und die Bewohner sind alle oben. Das heißt, sie werden höchstwahrscheinlich eh kein Damage bekommen. Ich weiß nur nicht, was dann hier nach passiert. Ich glaube, dann spawnt wieder was anderes dann. Es kann auch sein, dass das jetzt das Event ist, weil wir das Auge besiegt haben. Könnte sein. Oder du hast einfach gerade selber das einfach hergeschummelt. Ich habe nichts geschummelt. Das kann man auch gar nicht schummeln.
Wie kann ich denn die Münzen in den Sparschwein packen? Aufs Sparschwein klicken. Sparschwein klicken. Und dann hast du es. Aber wo ist so ein Schwein kaufen, wenn man das einfach an eine Kiste legen könnte? Alter. Langsam ist ja echt Feierabend. Langsam gehen die echt auf den Sack. Schummel mal Tag. Langsam ist Feierabend. Nein, hier bin ich geschummelt. Du hast aber locker das hergeschummelt gerade. Nein, das kann man nicht herschummeln. Ist einfach ein Event, was passiert. Es gibt auch eins mit Piraten zum Beispiel. Kommt jetzt ein Piratenschiff vorbei. Und da gibt es eins, wo ganz viele Slimes kommen. Das ist halt vom Spiel so gemacht. Und ganz krass wird es, wenn dann nachher die Welt hatte, wenn dann nachher die Welt quasi den Modus ändert, dann kommen auch mal heftigere Gegner. Ja, dann müssen wir uns erstmal noch vorbereiten. Viel mehr Damage machen. Aber bis dahin ist dort noch auf jeden Fall Jahre. Wenn nicht sogar Jahrzehnte, bis wir dahin kommen. Ich hab hier was für dich übrigens. Pass auf. Guck mal. Warte. Hier. Zack. Hast du gesehen? Wir müssen es auch gleich geschafft haben, eigentlich. So viele kommen nicht mehr. Wie die Sternstuppen hier sind. Das ist ja richtig krank. Tausend Millionen. Einer von 80 Millionen. Echt viele. Krass. Bin ich gerade ein wenig surprised. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Kannst wieder nach draußen kommen, Kai. Die Gefahr ist vorbei. Bei welchem Figur kann ich mir nochmal diese Katze kaufen? Bei der Zoofrau. Was ist denn die Katze? Kolkai? Diese Lizenz. Dog Ears? Dog Tail? Da steht nichts von der Katze. Achso, hast du vielleicht dann einen Hund oder so? Ich habe schon Katze. Also ich habe Kolkai, Dog Ears und Dog Tail. Und Cat-Lizenz. Ja, genau, Cat. Okay, und was mache ich mit der? Cat-License. Use to let a cat arrive in town. Ja, klick einfach mal. Kannst verbrauchen. Jo, ich habe mir die jetzt bestellt. Mit Prime? Kommt die morgen? Jo, aber nee, mit DHL. Amazon Prime. Kennst du das? Amazon Prime und Hermann rein.
Ja. Dann mach lieber mit Sendungsverfolgung. Besser Da ist, kommt ihn nicht, dass sie nicht das an. noch, nicht, dass sie uns noch klauen. Oder auf der Terrasse das Paket schmeißen. Ja. So. Dann kommt morgen die Katze. Wir erledigen das Skelett und suchen den Dschungel. Oh, die Katze ist da. Ist eine Perserkatze. Sie heißt Socken. Ich streichel sie. Okay, das sieht nicht. Ja. Okay. Ist einfach nur eine Katze. War die besten 4 Gold, die man jemals ausgeben konnte. Und die sieht ja schäbig aus. Aber Ja, vor die allem. läuft halt hier rum. Süß. Ja. Hast du auch eine gekauft? Nein. Könnte ich aber. Mach mal. Kann man den 2 haben? Ja, versuch einfach mal. Er geht nämlich nicht mehr. Kann ich nicht. Es gibt nur eine Katze. Eine Katze ist auch okay. Könnte bei ihr auch eine Lederpeitsche kaufen. Oh ja. Mach mal. Die kostet 14 Gold. Guck mal, ich kann mir jetzt einen Hut aufsetzen. Super. Ganz toll. Ich frage mich, wie der Vogel da abgeht. Die Brille finde ich tatsächlich noch ein bisschen cooler. Kann ich gar nicht mehr tragen bei mir. Ich habe einen Zylinder auf. Den man aber nicht sieht, weil der Vogel auf dem Kopf ist. Erstmal einen Pilz essen. Sollte jetzt 2 Goldmünzen geben? Für was denn? Für die Katze. Danke. Ja, ich kann auch keine kaufen. Ach so. Hier kannst du wieder haben. Kann die leider nicht kaufen. Oh, aber ich kann natürlich jetzt erstmal. Wie kann man diesen dummen Vogel denn wegmachen? Das nervt ja richtig. Auf der 5 kann man den Naja. irgendwie so werfen. Ich schmeiß den einfach jetzt im Müll. Zack. Er ist immer noch da. Naja, egal. Schau ich morgen nach. Ja. Hast du beendet? Nee. Hä? Jetzt beende ich. Jo. Vielen Dank Aber fürs erst Zuschauen. danke fürs Zuschauen, Leute. Oben Bis zum links nächsten rechts Stream. klicken, dieses Vogelsymbol. Was? Du kannst, ach so, du kannst den Vogel wegmachen. Wie denn? Ja, wenn du auf das Vogelsymbol rechts klicken machst. Und wie kriegt man das wieder hin? Ich habe kein Vogelsymbol. Na, oben unter deiner Werkzeugleiste ist doch so ein Symbol von so einem Vogel. Da steht auch gemütliches Feuer, Banner und dann ist halt noch so ein Vogelsymbol. Mann, oben links, wo diese Ja, Anzeige bin ist. ich. Darunter sind doch diese Symbole. Bei mir ist er doch weg, siehst du doch. Ach jo. Ach, die Symbole. Ja, okay. Ich war bei Escape drin. Du siehst Ja, schick. halt aus wie Linken. Bin ich ja auch. Aber nur privat. Ja gut, dann Oh, dann vielen Dank fürs Zuschauen. bis zum nächsten Mal. Bis morgen oder so.
Tschüss. Dann gehe ich einfach hier auf Stream stoppen.